Hallo Leute, das wird ein langer Abend. Wahrscheinlich mit sehr viel Serverproblem, nehme ich mal an, wenn ich noch mich an Shadowkeep erinnere. Ah, vielleicht wird es ja besser. Okay, es ist direkt auf Server offline gesprungen. Aber es ist ja auch noch nicht 18 Uhr. Das Addon erscheint erst um 18 Uhr. Und ja, warten jetzt eigentlich gerade nur. Aber ich wollte den Stream schon mal anmachen. Brauche ein Bilder von Nefarious und ich habe keine Ahnung, ob er einen Hund hat oder nicht. Ah ja, ich spiele heute mit Nefarious. Und wir spielen zusammen einfach die Beyond Light Story durch. Sofern uns die Server lassen. Das ist der Plan. Erstmal so reinkommen und sowas. Das ist der ganze Spaß, den ihr in den YouTube-Videos immer sonst verpasst habt eigentlich. Könnt ihr heute einfach mal so ein bisschen so mitleiden. Da. Ich weiß gar nicht. Ich hab's aber am Anfang immer erwähnt, wie lange wir gewartet haben in den Folgen. Aber das kommt ja nicht so rüber, wenn man nur sagt, ja, wir haben gerade eine halbe Stunde gewartet. Ist ja trotzdem dann in einer Sekunde im Video vorbei gewesen. Muss ich gerade mal nochmal nachgucken. Shadowkeep. Ich spiele die ganzen Dinger ja in der ersten Sekunde, wenn sie da sind. Ein wahrer Gamer halt. So, ich hör gerade in mein eigenes Video rein. Also nicht wundern, wenn ihr mich jetzt doppelt hört. Hallo, Hüter. Hallo, Willkommen zurück zu einem kleinen neuen Projekt. Oder da stehe ich schon in der Warteschlange am zu Anfang vom Destiny Video. 2 Shadowkeep. Das neue DLC ist gerade eben erschienen, wie ihr an der Warteschlange seht. Und es war heute echt ein stressiger Tag für Gottes mich. Willen, warum ist das Intro 3 Minuten lang? Warum rede ich so viel? Okay, gucke ich später nach. Ah, ich glaube, das war da letztes Jahr auch lange. Sonst kann auch einer gerne für mich nachgucken gehen. Erster Part Shadowkeep. Wie lange sage ich, habe ich gewartet, bis ich spielen konnte am Anfang? Sonst auch egal. Achtzehn Uhr geht's los? Richtig. Sollte es. Hoffentlich. Wird es auf den Stream-Kanal hochgeladen? Ja, klar. Auf YouTube gibt es auch einige, die es sehen wollen, wie ich Shadowkeep spiele. Das möchte ich denen ja nicht vorenthalten. Aber ja, ich stream's halt einfach direkt, weil was bringt's mir, Videos hochzuladen, wenn ich selber schon irgendwie 3 Wochen weiter im Spiel bin? Weil dann kann ich auch keine aktuellen Videos bringen, weil das alles dann die Story-Videos immer noch spoilert. Müsste ich einfach 5 Stunden Folgen am Tag hochladen direkt. Wie fandest du das Live-Event? Ich war gestern. Also die Location war cool. Ich war da gestern online bis kurz nach 3. Also so 3:30 Uhr und dann bin ich schlafen gegangen. Also ich habe nicht mal das Ende angeguckt. Auch wenn es nur noch eine halbe Stunde mehr gewesen wäre, aber nur ich war müde. Heute ist der Tag, wo ich lange wach bleibe. Ich habe mir am nächsten Morgen angeguckt, was da passiert ist und dann habe ich mir gedacht, cool, gut, dass ich schlafen gegangen bin. Also es war schon nett, aber haben sie ja auch gesagt, dass es nur was Kleines ist. Es könnte sein, dass wir noch. Was? Erstmal lesen. Es könnte sein, dass wir noch ein Update machen müssen um 18 Uhr, weil man noch das DLC laden muss. Nein, das DLC hat man schon runtergeladen. Das konnte man ab gestern Nacht runterladen. Es ist wie jedes Destiny-Update. Es wird einfach gehen, aber die Server werden ein bisschen sterben. Hä, ich bin doch in Europa. Ja. Komischer Planetenname, aber heißt so. Da gehen wir hin.
Denkst du, dass nach Beyond Light der Hype wieder weggeht oder ist der Kauf auf Langzeit worth? Keine Ahnung. Es kommt halt darauf an, wie es wird, ne? Kann ich auch nicht predikten. Sieht man ja mal so ein, zwei Wochen nach einem Add-on, ob die Leute happy oder mad sind. So ein bisschen was zu tun gibt's ja immer. Und solange man was zu tun hat in dem Spiel, ist es mega fun. Europa ist ein Mond? Ja, möglich. Planet, Mond, alles dasselbe. Ja, ich hatte mitbekommen, dass Leute ganz kurz auf die Server gestern Abend nach dem Update draufgekommen sind. Warum auch immer. Aber es war ja auch nur kurz und so. Ist mir eigentlich relativ egal, das meiste davon kannte man ja eh. Spielst du alleine oder mit jemand anderem? Nefarius spielt mit. Aber erstmal so Intro und so kann ich ja erstmal hier ein bisschen alleine chillen. Oder bis ich im Orbit bin zumindestens. Geh mal andere Server, vielleicht geht's da schnell. Es gibt keine anderen Server. Nur Geduld. Was tatsächlich funktioniert, der größte Lifehack aller Zeiten. Gestern bei dem Live-Event bin ich einmal mit einem Error-Quote rausgeflogen. Und wenn ihr da gestern gespielt habt, habt ihr ja mitbekommen, dass es Warteschlangen gab. Ich hatte bei Stadia aber auch alles und bin dann einfach in Stadia reingegangen, weil es da keine Warteschlange gibt. Weil bei Stadia halt nicht so viele spielen wie bei Steam und so, ne? Das war einfach ultra der Lifehack. Ich bin einfach dann über Stadia zu dem Live-Event hingegangen, hab mir das Emblem abgeholt. Welches Live-Event gestern war so ein kleines Event in Destiny, wo der Reisende ein bisschen geleuchtet hat? Hast du schon Hades getestet? Nee, aber ich habe sehr viele Videos und so weiter davon gesehen und ich glaube, es gefällt mir nicht. Ich weiß, dass es sehr viele feiern, aber es wirkte... Nee, keine Ahnung. Irgendwie alles, was ich davon gesehen habe, wirkte nicht so, als würde es mir gefallen. Also wenn es bei Steam nicht klappt, zu Stadia wechseln. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir Beyond Light nochmal auf Stadia kaufe dafür, dass wenn ich irgendwie rausfliege und die Server überlastet sind, dass ich dann einfach auf Stadia weiterspiele. Aber ich will ja Nefarius nicht zurücklassen. Seit wann hast du 2 Millionen Abonnenten auf YouTube? Seit ein paar Monaten. Nee, kein 2 Millionen Special. 2 Millionen chillen. Ich würde ja gerne so einen Text permanent einblenden. Man kann bestimmt irgendwie machen, dass der Moobot automatisch ab und zu Nachrichten postet, oder? Würde mir, glaube ich, dann so eine Nachricht machen, dass... Das Spiel ist echt laut gerade, ne? Dass der Stream auch auf YouTube kommt und sowas. So diese Standardfragen zu beantworten, weil die wird dann den gesamten Abend kommen. Ob der Stream auch auf YouTube kommt und so.
Es ist jetzt 18 Uhr. Neu starten? Ja, kann ich. Tschüss. Warum nicht? Starten wir das Spiel einmal neu. Oh, wie cool. Schön dunkel alles. Und die Musik ist richtig nice hier eigentlich. Mir gefällt das neue... Der neue Startscreen. Ich weiß nicht, wie man diese Geräusche beschreiben sollte, aber sie klingen cool. Bitte Demon's Souls privat, Video oder Stream. So, wir sind nicht verfügbar, okay. Ich denke, nein, ich weiß, ich werde es auf YouTube streamen, Demon's Souls. Warum auf YouTube? Weil ich da dann direkt auf dem Hauptkanal habe und... Jo. Und ich da in höchster Qualität auch streamen kann und so. 1440p streamen und so kann man ja gar nicht hier auf Twitch. Ja. Fängt schon mal an wie erwartet. Aber da müssen alle durch. Ja, Vollgas hat wieder Namen, habe ich auch mitbekommen. Mit dem neuen Patch. Wollte ja eigentlich noch reingucken, aber dann war es schon 18 Uhr. Meinung zu Destiny 1 und 2. Ich habe beide gespielt, ich mag beide. Ja. Und jetzt? Ich mache hier keinen großen Rant oder irgendein Fass auf, da gibt es genug YouTube-Videos für. Destiny 1 war am Launch sehr merkwürdig, aber ich mochte halt das Gunplay schon von Anfang an. Deswegen habe ich ja immer weiter Destiny gespielt. Und immer wenn ich mit dem Content fertig bin, mache ich einfach eine Pause von Destiny und spiele andere Sachen. Deswegen bin ich da auch nicht so, leer, wie manche andere Destiny-Spieler. Hast du eigentlich geradet? Destiny, ja, ich habe alle Raids gemacht eigentlich, wo so rauskam, außer die letzten von Destiny 1. Da habe ich nicht mehr gespielt. Ja, Destiny 2 ist schon ein bisschen anders. Jedem das seine. Was spielst du zurzeit am meisten und am liebsten? Ich glaube, zurzeit spiele ich Spelunky am meisten. Willst du für Worlds First gehen oder Day One machen? Nee, ich habe keinen Bock tatsächlich dieses Mal auf so Ultra Grind. Hallo Schlingel. Also ich werde wahrscheinlich schon irgendwie in der ersten Woche oder in den ersten Tagen sofort reingehen.
Aber ich weiß nicht, wie viel ich grinden werde oder nicht grinden werde, weil absolute Hölle, was die Tage alles erscheint. Es ist jetzt so eine Zeit, wo nur Destiny... Spielst du noch Anthem? Gute Frage. Anthem habe ich seitdem... Nein, spielt doch niemand. Das ist doch komplett gefloppt. Also, die Story war ja schon ein bisschen merkwürdig, einfach nur. Ich habe es halt einfach durchgezogen, weil ich es als Projekt hatte. Bei Anthem, aber dann, das Endgame war ja komplett langweilig und nicht sich, also nee, Anthem habe ich seitdem nicht mehr angerührt. Die Server sind verfügbar, Spiel, hör auf zu lügen, ich schätze mal neu. Das klingt gut. Das klingt nach einem Plan. Zehn Minuten habe ich beim letzten Mal gewartet. Danke fürs Nachgucken. Mega cool. Kriegst VIP. Foot of Water. Und wenn es falsch war, dann nehme ich es dir später wieder weg. Warum habe ich kein VIP? Weil Leute, die battlen, kein VIP bekommen. Nur Leute, die coole Sachen machen. Dann habe ich aufgehört bei den vier großen Toren. Gute Entscheidung. Gottes Willen, war das nervig. Was bringt VIP? Gar nichts. Deswegen will es jeder haben. Ich krieg Depressionen, wenn ich sehe, dass meine PS4 noch 10 Stunden runterladen muss. Ich glaube, bis dahin sind die Server an. Also, du wartest so oder so. Das VIP kann man links posten, okay. Ist heute etwas Besonderes in Destiny 2? Ja, die neue Erweiterung ist erschienen, wie man an den nicht funktionierenden Servern sieht. Also die große Jahreserweiterung, immer im so September jedes Jahr, November rum. Es scheint immer ein großes Destiny-Update, was dann 30 bis 40 Euro kostet und dann wieder ein bisschen Content hat. Immerhin ist der Ladescreen dunkel, hoffentlich auch das Ingame-Menü. Ja, das Ingame-Menü ist auch dunkel. Ist mega chill. Freue mich schon drauf. Aber hat man irgendwo ganz kurz schon mal gesehen. Einfach alles dunkel. Ich werde nie wieder geblendet von Destiny. Das ist die Zeit der Darkness. Ich habe auch ganze Zeit Probleme mit dem Server. Ja, das ist normal. Kannst du machen, Schlingel. Hat man ja... hat man schon seit 2 Jahren gemerkt bei dir. Ich weiß nicht, was du dir da immer angetan hast. Was wird eigentlich nach diesem DLC passieren?
man wartet ein Jahr, dann kommt das nächste große, man wartet ein Jahr, dann kommt das nächste große und mehr weiß man noch nicht. Also nächstes Jahr kommt ja The Witch Queen als großes DLC, wo es um Sabatun geht. Die Schwester von Oryx oder so. Und dann ein Jahr später kommt dann Lightfall, wo die Darkness wirklich komplett ankommt, wo der Kampf gegen die Darkness startet. Whatever das zu bedeuten hat. Dachte, Destiny 2 spielt keine Sau. Doch, ich. Und mindestens 10 andere Leute. Oder mindestens 5, weil ich habe schon mal nur 8 gemacht. Wie viele Geschwister hat Oryx? Vielleicht sind es die Kinder von dem, was weiß ich. Ich glaube, der Oryx hatte einfach. Hatte Oryx 3 Kinder? Rota, Nokris und Savatun? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus in dem seinem Stammbaum. Ich kenne halt niemanden, der Destiny spielt. Ja, es ist immer so, wenn es um so MMOs oder so Nischenspiele gibt, dann denkt man immer so, man ist der Einzige der Welt, der es spielt, aber es gibt halt viele, die es so spielen, aber halt sind halt, ja, weiß ich nicht. Immer so geschlossene Gruppen. Gefühlt, weil alleine macht sowas ja auch nicht auf Langzeit Spaß. Oryx hatte 2 Geschwister und 2 Kinder. Ja, Junge. Worum geht es in Destiny im Groben? Eine riesen Eiskugel hat Leute wiederbelebt, die heißen jetzt Guardians und die beschützen die Erde, damit Schatten nicht die Eiskugel kaputt macht. Okay, ein paar Leute kommen scheinbar gerade rein, das ist ja schön. Nee, ist keine Lichtkugel, ist eine Eiskugel. Denkst du, wie lange du noch warten musst? Gute Frage. Keine Ahnung. Ich kann es leider nicht vorhersagen. Hoffentlich nicht allzu lange. Hast du noch kurz Leviathan Prestige gemacht? Nee, ich habe das alles gemacht, als es noch, gab doch den einen Titel dafür, nochmal die ganzen alten Raids oder so zu machen. Rette das Hähnchenschlingel. Warum sind Emotes so teuer zum Freischalten? Weil es keine Emotes gibt. Ganz einfach. Es gibt halt wirklich keine. Es gibt nur Zombie-Punkte. Und die behaltet ihr einfach. Oder hebt eine Nachricht hervor, was aber auch nichts bringt. Ja, doch, ich sehe es eher. Ja, lieber Punkte horten, richtig. Damit man da drauf gucken kann und dann sich so denken kann, oh, ich habe die meisten. Aber man weiß es eigentlich nicht. Ich sollte vielleicht nochmal drauf drücken, ne? Ja,
Ich habe gerade so ein bisschen unter Tweets gelesen. Aber steht auch nichts. Also einfach nur Geduld haben. Wie kann man mehr Zombie-Punkte freischalten? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Das ist ein Geheimnis. Mit diesem einfachen Trick machst du 1 Million Zombie-Punkte. Wie lange versuchst du schon reinzukommen? 16 Minuten. Ich verhasse diesen Trick. Spielst du mit einem Fares zusammen? Ja, ich muss erstmal ins Spiel kommen. Aber ja, an sich werde ich dann mit einem Fares spielen, die Story-Mission und so. Bungie Help hat getweetet, dass es Serverprobleme gibt und dass die momentan untersucht werden. Oha, wie unerwartet. Ich habe deine Nachricht gesehen, dieser No-Name, aber Links werden automatisch gelöscht. Deswegen kann ich trotzdem noch draufklicken. We are currently investigating server and connection issues while trying to launch into the game. Stay tuned for updates, aka sie werden nie wieder was dazu schreiben. Heißt einfach weiter Geduld haben und tausendmal probieren. Streamt Nefarius auch? Ja, müsste er. Dutch Nefarius, glaube ich, heißt er. Auf Twitch. Kann ich mal gucken? Habe ich hier Twitch irgendwo offen? Ja, Dutch Nefarius. Hier Let Me In Meme einfügen, ja. gute Anfangseinstellung jetzt schon zu gehen. Wie lange denkst du es noch, bis Destiny 3 rauskommt? Ja, ein paar Jahre auf jeden Fall, weil sie jetzt noch gesagt haben, dass sie schon für die nächsten 2-3 Jahre Content geplant haben, ne? Danach stehen die Möglichkeiten offen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach gar kein Destiny mehr dann geben wird, dass irgendwann vielleicht nach Lightfall ist Destiny einfach durchgespielt. Oder machen sie ein neues Spiel? Weil das ist ja jetzt das 4. Jahr Destiny 2. Wenn jetzt nochmal irgendwie 3 Jahre drauf bekommen, dann so 7 Jahre lang Destiny 2. Ich glaube, dann kann man, glaube ich, damit leben, dass es irgendwann zu Ende ist. Bist du hyped auf Monster Hunter Rise? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird bestimmt lustig. Ich bin immer nie auf dem Spiel gehyped, wenn es noch irgendwie ein halbes Jahr entfernt ist. Über so eine Woche vorher bin ich sehr gehyped darauf.
wirst du Hitman 3 speilen? Ja. Hab geplant, das zu speilen, aber es muss erst mal nächstes Jahr erscheinen. Ich bin einfach froh, wenn es erscheint, damit ich nicht mehr die ganze Zeit gefragt werde, ob ich es spiele. Natürlich spiele ich Hitman. Was zur Hölle? Hitman 3 nicht schon rausgekommen im Epic Store? Nächstes Jahr erscheint das erst. Die haben Hitman 1 und 2 nochmal verkauft. Deswegen sind so viele verwirrt. Vielleicht mal Neustart hat bei mir gerade geholfen? Hab ich doch schon zweimal. Ich kriege immer noch dieselben Meldungen. Nö, ist einfach nur Geduld. Ist der Pharis schon durch? Durch den Login-Boss? Hat der Pharis den schon besiegt? Hat jemand diese geheime Info? Der Pharis ist auch noch bei dem? Nice. Farben. Es passiert was. Okay, aufrichten. Ich bin wach. Bin ich in den neuen Login-Screen gekommen? Habe ich durchgespielt? Login-Screen 2? Hol jetzt deine Jenseits des Lichtsprämien. Begib dich zu Rahul. Ja, würde ich sehr gerne, aber ich darf nicht. Haha. It's a me. It's a Jäger. Nicht Jäger. Warlock. Genau, so heiße ich. 3.0. Oh. Wir haben es geschafft. Wie lange hat es gedauert? 23 Minuten. Top Zeit. Wir sind immer noch im Speedrun Platz 1. Ja, die coole Halloween-Robe, die ich nicht ablegen werde, aber die richtig cool vampirmäßig ist. Und natürlich immer noch Gold-Weiß-Lila-Shader, weil es einfach immer noch der einzig schöne Shader im Spiel ist. Nee, es gibt zwei, drei coole mittlerweile, aber die meisten sind hässlich. Oh, es wird neue Shader geben. Wie viele davon werden mich enttäuschen? Will ich es herausfinden? Kann ich ins Optionsmenü hier? Nee, ich drücke einfach anmelden. Erstmal draufklicken. Einfach gucken. Einfach mal gucken. Bewohner der letzten Stadt. Der Menschheit wurde ein schlimmer Schlag versetzt. Unsere Vorhutspäher bestätigen, dass Io, Mars, Titan und Merkur verschwunden sind. Wir wissen nicht, warum. Wir haben keinen Kontakt zu Deputy Commander Sloan und dem Schriftgelehrten Asher Mir. Überall im System sind Hüter im Einsatz, um Antworten zu finden. Anhand dieser Antworten werden wir reagieren. In der Zwischenzeit bitten wir alle lichtlosen Zivilisten in der Sicherheit der Stadtmauern unter dem Reisenden zu verweilen. Jawohl! Verliert nicht die Hoffnung. Die Menschheit hat schon viele Schrecken überlebt. Die Kraft dazu gab uns unser Zusammenhalt, die feste Entschlossenheit, sich füreinander einzusetzen. Seid stark. Seid mutig. Der Reisende schützt uns. Und wir schützen euch. Die Hüter werden es schaffen. Das tun sie immer. Wann immer muss ich die ganze Arbeit machen? Hast du die Auserwählte des Reisenden? Die Pistole? Ja, die habe ich. Liegt irgendwo in der Mülltonne. Ja, also man hat auf jeden Fall gesehen, wie Anna Bray gerade den Exo-Body für Rasputin baut. Den kriegt er ja irgendwann. So, ich weiß nicht, wie ich das mitbekommen habe, aber ich glaube, das ist irgendwie so halb geleakt.
Aber das klingt schon mal cool. Ich habe die Dunkelheit schreckliche Dinge gebären sehen. Und die Reisende. Oder wie hieß sie? Sie kommen immer näher. Meine Zukunft beginnt hier nicht. Wie hieß die? Aber deine Hüter. Es ist Zeit, jenseits des Lichts. Fremde. Ah. Und alles beginnt auf mit einem Splitter. Auf Europa? Ja. Guck mal, das Europa. Ich wünschte, bei uns wird so viel Schnee liegen. Kannst du das Game etwas lauter machen, bitte? Ich komme noch nicht in Optionen. Es tut mir leid. Mache ich gleich aber. Meine Freunde, wir sind in großer Gefahr. Die Erde, die große Maschine, Elixni und Menschen. Die Dunkelheit ist unter uns. Wir alle sind in großer Gefahr. Meine Art muss leben. Bitte schickt Hilfe. Es bleibt nicht viel Zeit. Was? Wo? Sagt einer, Sound passt ganz gut. Leute. Aber wenn einer nur sagt, es ist zu leise, mache ich lauter. Das ist die Logik, der ich folgen muss. Aber ja, da war Varix, da war die Fremde. Und Eramis hat einmal Varix gerufen. Da ist noch einer. Die Scans zeigen alle dasselbe. Nichts. Das bin ich. Ich rede. Warum wollte uns die Dunkelheit hier haben? Keine Ahnung, ich. Du bist ruhig heute. Ja. Es ist nur, immer wieder stellen wir uns der Dunkelheit. Wie cool ich bin. Und können sie doch nicht aufhalten. Wir sind so machtlos. Ich empfange ein Notsignal. Jemand ist in Schwierigkeiten. Meine Freunde, wir sind in großer Gefahr. Es ist Varix. Er hat einiges zu erklären. Die Dunkelheit ist... Ich werde Savannah eine Nachricht schicken. Nein, warte. Weißt du, woher das Signal kommt? Von hier, Europa. Warum sind wir schon auf dem Planeten? Ich kann mich nicht erinnern, hierher gegangen zu sein. Ich habe Varix Notsignal jenseits des Bergkamms geortet. Wir sollten uns beeilen. Alter, die ETZ freigeschaltet? So, wartet. Es war Varix, weißt du? Er hat den Aufstand im Gefängnis der Alten angezettelt. Er ist ebenso verantwortlich für Kates Tod. So, glaube ich, passt. 576. Die Vorhut ist seitdem hinter ihm her. Kein Wunder, dass er sich auf einem trostlosen Mond versteckt. Jo. So sollte gut sein, hoffentlich. So. Neue Geister soll es angeblich geben, wenn ich den jetzt neu berufe. Ich habe mir schon einen Geist ausgesucht, den ich cool finde. Wer muss neues Zeug spielen, wenn man neue Everversum-Sachen angucken kann, wie ein Computergeist? Ich möchte bitte kurz nochmal runter. Ich möchte den aus Season Kallus. Wo ist Season Kallus? Da, den da will ich. Schatten der Erdehülle. Die wurden jetzt überarbeitet, nämlich die kamen jetzt zu Meisterwerken und sowas Geister. Und so einen will ich dann auch. Ach, guck mal, die alten wurden auch alle umgewandelt. Naja. Ein Energie. Dann kann ich die jetzt einfach mit Material aufwerten. Wir machen das mal kurz, damit wir es hinter uns haben. Ja, es kostet irgendwie immer noch nichts. Oh, Verbesserungskern. Jetzt wird es langsam teuer. Ich habe giga wenig im Vergleich zu manchen anderen Leuten, aber ist mir auch egal. Ich habe genügend für mich. So, jetzt kann man hier selber so Sachen auswählen, wie zum Beispiel 10% mehr Erfahrung für 5 Punkte. Und was kann ich noch machen?
Depots aufspüren, Ressourcen aufspüren. Oh, es ist chillig. Glimmergewinn erhöhen um 35% sogar. Huiuiui. Zusätzliche Ressourcen, vermehrte Beute bei öffentlichen Events. Waffentelemetrie, hahaha. Ja, okay, die Waffentelemetrie will man ja auf keinen Fall haben. Glimmer ist schon mal ganz cool. Was hast du hier? Schmelztiegel, Forward Strikes. Ja, das ist Gambit. Ne, okay, dann nehme ich hier raus eins. Da. Zack. Oder der Glimmergewinn. Ist halt auch chillig eigentlich. Also ich könnte das nehmen und dazu noch 20% mehr Glimmer. Ja. Das ist doch schon mal ein netter Geist. Und dann möchte ich noch bitte den Shader hier drauf machen, damit er nicht mehr so verkratzt ist. Genau. Ja, ist doch ein netter Geist, oder? Genau. Perfekt. Season Pass. Die Taste. Ah, stimmt, ich kriege eine neue Schrotflinte. Oh. Gucken wir da auch kurz durch. Ja, komm, bevor wir loslaufen, erstmal hier unsere neue wilde Jagdrüstung anlegen. Ah, okay. Ja, okay. Wieder ablegen. Ist auf jeden Fall da. Da unsere neue Schrotflinte. Dualität. Feuert einen Kugelhagel beim Feuern aus der Hüfte oder eine einzelne Kugel mit hoher Schadenswirkung beim Zielen. Hat einen Katalysator. Leicht zu halten. Auf schwarzen Schwingen Schrotkugel, Todesschüsse gewähren stapelbaren Präzisionsschaden und ein Nachladetempo-Buff. Präzisionstreffer mit Kugeln verlängern die Dauer. Okay. Sniper-Schrotflinte. Scheinbar die Waffe der Season. Was haben wir noch hier drin? Aufklärungsdaten, keine Ahnung. Der Shader. Okay, der ist nicht schön. Dann ein Finisher mit einer Pistole. Die gefällt mir sehr gut. Sehe ich hier noch irgendwas? Königliche Hetzjagd, ein Scoutgewehr. Oh, das ist schön. Hat es irgendwas Besonderes? Libelle. Ja, aber das ist ja random. Brauche ich gar nicht eigentlich drauf gucken. Da kriegt man die Schrotflinte, wenn man kostenlos spielt, auf 35. Errötender Horizont-Shader. Boah, okay. Ein Geist kriegt man. Wirch. Okay, will ich nicht. Ja, und dann nur später Ornamente für die Rüstung. Oh, die ist cool. Natürlich ist wieder die hohere Version. Mega cool. Ein Sparrow. Ja, gefällt mir nicht. Und noch ein Ornament für die Schrotflinte. Naja. Und so ein Jäger. Siegerpose. Das ist die Izanagi, ne? Sniper. Oh, die Rüstung ist ja mega cool mit den Knochen dann da drum. Cool. Und ein Vogel. Gefällt mir auch. Okay. So. Ja, aber das ist so neue Exotics und so. Das Flackern seht ihr da nicht. Können wir später gucken. Wir spielen jetzt erstmal. Erstmal so ein bisschen reingucken. Oder gucken wir noch, was es an neuen Exotics gibt. Was? Keine Zeit für Erklärungen. Genau, no time to explain. Kommt wieder. Die kennt man ja. Hier gibt es eine Scharfschützengewehr. Genau, die Blitzwolken beschwört bei Headshots. Oder Blitze beschwört. Habe ich schon von gehört. Die ist nicht neu. Da steht unbekannt. Da ist eine Waffe mit Stase-Element. Stasis-Element. Genau, so eine Frostwaffe. Kryokanone, die Eis erschaffen kann. Und dann gibt es noch so ein Kettensägen-Schwert. Genau. Erhöht Schaden, umgeht Schilde und fügt allen Angriffen Schilddurchdringungen zu. Genau. So, und das ist die Schrotflinte. Normal. Und ja, so sollte die ein... Ja, genau, schießt einen Schuss. Ich habe keine Muni gleich mehr. Gucken wir erstmal. Wir müssen ja erstmal hier in Mehrspieler-Territorium kommen. Ich weiß nicht, warum ich Grafik-Glitches habe, aber ich glaube, die liegen jetzt an mir. Sage ich einfach mal. So, gehen wir mal darüber. Sieht schon mal sehr cool aus, das Gebiet bisher. Wie bist du ins Spiel gekommen? Ich habe 1 Million Mal einfach auf OK gedrückt, als es hieß, Server nicht verfügbar. Ganz viel Geduld. Es gab einen Treiber für Destiny? Ja, genau den habe ich gestern installiert. Vielleicht liegt es daran. Weil irgendwie flackert alles so ein bisschen.
Wir sind nah am Ursprungspunkt von Variks Notsignal. Hä? Hallo? Das Gebiet ist cool. Und leer. Ah. Sparrow. Hallo, ich bin da. Nehmt ihr mich mit? Nein? Okay, tschüss. Ah. Diese gefallenen Patrouillen sind genau da, wo wir hingehen. Im Lager. Ich weiß nicht, warum ich Grafikglitches habe. Es tut mir leid. Beeilen wir uns. Ich mache einfach erstmal die Gegner fertig und versuche nicht eine Epilepsie zu bekommen. Gucke ich vielleicht später mal, dass ich... Okay, ja, das macht Headshot-Schaden. Können die komischen Dinger da weggehen erstmal? Ja, aber irgendwie macht die auch nur auf der Nähe dann trotzdem Schaden, oder? Ja, 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 ja. Oh, auf Nähe. Hilfe. Okay, auf die Nähe macht die viel Schaden. Nicht auf den Boden gucken. Die einzige Regel. Ah, hier oben geht. Wir können hier oben spielen. Nein, 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 da hinten will ich nicht mehr hingucken. Da löst sich irgendwie die halbe Welt auf. Funktioniert Schnee so? Die Gefallenen haben ein unbekanntes Haussymbol getragen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Ah, gehen wir hier rein. Ich erinnere mich so ein bisschen an Death Stranding. Ich weiß nicht warum, hat aber... sich hier aufgehalten. Es gibt Spuren von dunkler Energie. Oh, dunkle Energie. Zeit zum Scannen. Es ist Braytag aus Eventide. Clovis Brays Kolonie aus dem goldenen Zeitalter hier auf Europa. Wer auch immer hier war, hat es benutzt, um auch Varix zu verfolgen. Sie müssen das Notrufsignal vor uns abgefangen haben. Okay, ich habe jetzt den wahren Ursprungspunkt des Signals. Nicht weit von hier. Beeilung. Ja, ich gehe hier gerne weg. Hier war gruselig. Oh, noch mehr Schiffe. Und noch mehr Gegner. Ja, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Ja, meine Auto-Rifle sollte es eigentlich regeln. Wird ein bisschen stärker mit jedem Kill. Geht schneller nach für ein paar Kills. Kann man einfach schön reinhalten. Zack, zack. Oh, der Darkness gedroppt. Ich habe auch ein Schwert. Ich kann mich wehren. Ich weiß, mich zu wehren. Gottes Willen sind hier viele. Oder? Wo ist der hingelaufen, der Sniper-Typ da? Ja, ich glaube, ich schieße einfach aus der Hüfte mit der Schrotflinte erstmal. Muss ich nicht so zielen. Könnt ihr aufhören, auf mich zu schießen? Kackschiffe. Tschüss. Okay, das hat aber Schaden gemacht. Ja. Fällt mir schon. Zack. Aber hieß es nicht, dass das irgendwie stärker wird mit Headshots? Noch nichts gemerkt von. 19 Schuss ist echt nett für so eine Schrotflinte, die so langsam ist. Varix muss wirklich in Schwierigkeiten stecken. Wenn wir ihn nicht zuerst finden, wird es jemand anders tun. Falls es dann noch nicht zu spät ist. Ich beeil mich ja. Die Dunkelheit. Sie ist nah. Ich spüre sie, aber sie ist irgendwie anders. Andere Dunkelheit. Es kommt immer noch nicht rein. Oh. So, jetzt hoffentlich laut genug. Dunklere Dunkelheit. Nicht nur ein Verräter, auch ein Dieb. Also wo ist er?
Sicher vor dir? Ja? Durchsucht die Gebäude. Findet ihn. Warte! Eramis, alte Freundin. Diese Mächte erzeugen Chaos. Sie verändern dich. Das... Bleib du bei deinem Maschinengott. Mit dieser Macht bestimmen wir unser Schicksal. Er spielt einem was vor. Lebt in der Vergangenheit. Ich bin blind gewesen. Mach kurzen Prozess mit ihm. Hallo, nicht sein Robo-Arm. Varek sollte sich direkt vor uns befinden. Da! Von dort kommt Vareks Signal. Gottes Willen, steht aber erstmal einer mit dem Raketenwerfer. Hey du. Oh, hey du Gang. Okay, sind aber Basic-Gegner mit Raketenwerfer. Ja, okay. Nehme ich. Müssen ja auch was dazulernen. Da ist noch irgendein Captain. Sportflinte Solar, ne? Ja, egal. Sollte noch stark genug sein, um alle hier wegzuklatschen. So, krieg ich so weg. Kleinen Dröhnchen. Hallo. Achso, das ist Varix. Sekunde, ich lade gerade nach. Würde ich aber gerne. Hallo. Warte, ich empfange mehr Unruhe in den Comms der Gefallenen. Sie sollen den Bereich umstellen. Die Schlange kommt hier nicht lebend raus. Es wird geschehen, Eramis Kell. Retter, beeil dich. Du musst mich befreien. Verbündete aus Stasis befreien. Befreie eingefrorene Verbündete, indem du auf Stasis zersplitterst, dass sie umschließt. Stasis kann durch Waffenfeuer oder Nahkampfangriffe zersplittert werden. Kämpfer müssen erst ausgeschaltet werden, bevor Varix aus dem Stasis befreit werden kann. Okay, ja. Aber soll ich? Du hast doch Uldren auch befreit und dann ganz viele Probleme verursacht, Junge. Bitteschön. Nicht so schnell. Wir haben deine Nachricht gehört. Die Dunkelheit ist unter uns. Was soll das bedeuten? Keine Zeit. Sie kommen. Varix bittet erneut um deinen Schutz. Ich suche drinnen Zuflucht. Sei erfolgreich und Varix wird alles offenbaren. Okay. Hab ja keine Wahl. Der Bomber. Hallo. Ich habe ein Schwert. Kannst du stampfen? Ja, kannst du natürlich. Oh, die Bombe ist kaputt. Nein, ich muss den Bomber in die Bombe hauen. Oh. Jetzt der Bomber gebombt. Crazy. Oh, es gehen alle. Das ist der letzte. Erfolg, Retter. Varix ist wahrlich dankbar. Dieses Klackern. Beweise es. Wir erwarten Antworten. Kommt zu Varix und ihr werdet sie erhalten. Ja, ist gut. Seid euch bewusst, dass unsere Arbeit hier gerade erst begonnen hat. Bist du hier drin, da wo keine Textur ist? Habe ich Varix gefunden? Warum war da nichts?
Okay. Gut. Und jetzt auf einer Map? Ah ja. Jenseits. Charons Übergang. Und dann haben wir hier wieder ein Braytech-Labor. Da ist sogar ein Public Event. Ries Wiedergeborenen. Ja, okay. Ah ja. Ja. Ich glaube, hier könnte eine Faris auf jeden Fall mitmachen ab hier. Soll ich nochmal einen Treiber? Ich kann jetzt nicht im Stream einen Treiber neu installieren. Hat jemand eine Idee, was das verursachen könnte, dieses Flacker? Gehen wir mal in die Grafikoptionen. Und stelle einfach so auf hoch. Er ist immer noch da. Hab gehofft, dass es vielleicht hilft. Nee, hat nicht unbedingt geholfen. V-Sync ist aus, aber ich kann V-Sync mal aus anmachen. Nee, flackert immer noch. Musst du eh noch auf eine Faris warten, kannst du dir kurz installieren? Ja, ich will den Stream nicht ausmachen. Wie ich? Ja, da habe ich alles standardmäßig. Kann man die hier ausmachen? Nö. Hm. 36 FPS Gameplay. Ändert auch nichts. Nee, immer noch genauso am Rumspacken. Nee, das Spiel neu starten ist halt auch genauso doof, weil dann komme ich einfach gar nicht mehr rein. Vielleicht soll es flackern. Ja, es soll eindeutig so aussehen. Das sieht nicht aus, als würde irgendwas falsch laufen. Vollbild und nicht Vollbild. Kann ich einmal machen. Ja. Kann sein, dass ihr aber kurz nichts seht oder so. Ich bin nämlich gerade schon wieder am Spielen und ich glaube, ihr seht gerade nichts. Jetzt habe ich es wieder zurückgestellt. Nee, hat bei Vollbild geflackert und auch ohne. Mit Vollbildfenster flackert es trotzdem. Guck mal hier, wie sind die Leute Level 1? Bin ich auch Level 1? Warum sind die 1? Hm. Oh, 170. Das droppt ja schon recht hoch, das Zeug. Alles direkt useless. Na, guck mal, das ist extra so ein graues Symbol, dass der nicht mehr praktisch sein wird. Der geht nämlich nicht über 160 hinaus. Der Arme. Und die Sniper auch nicht. Oh, die war doch so cool. Und die auch nicht. Oh, die war doch so cool. PvP-Schwert, weg damit. Der Lichtschein hier ist so cool. Mein Helm leuchtet voll extrem. Ja, reden wir mal kurz mit Varix hier einmal. Starten einfach keine Mission. Ist es eine Mission? Was Varix weiß, wirst auch du wissen. Irgendwie ist es eine Mission? Varix, hallo? Du vertraust Varix nicht, ja? Heb dir dein Misstrauen, deinen Vorwurf für später auf. Die Elixni, die mich angriff, sie ist Eramis.
die Schiffsdiebin, ein neuer Kell der Kells. Sie vereinte die Häuser. Und sie will eine Armee aus Elixni schaffen, angetrieben von der Dunkelheit. Wenn sie niemand aufhält, wird sie uns alle zerstören. Du musst gehen. Varix wird dir den Weg zeigen. Varix berichtet dir von Eramis, einem neuen Kell der Gefallenen, oder wie sie sich selbst nennen, der Elixni. Durch die Kommunikation mit der Pyramide ist es dir gelungen, die Macht der Dunkelheit als Waffe einzusetzen. Ist es ihr gelungen, die Macht der Dunkelheit als Waffe einzusetzen. Varix ist mit einem Beweis für diese dunkle Macht entkommen und bittet dich um Hilfe. Sollte es Eramis gelingen, diese Macht an alle ihre Elixni-Anhänger weiterzugeben, wird nichts und niemand in der Lage sein, sie zu besiegen. Nicht einmal die Hüter. Daubt. Varix bittet dich, Eramis unverzüglich aufzuspüren. Vielleicht kannst du sie ja noch aufhalten. Verfolge Eramis, den Kell der Dunkelheit. Schließe die Mission, der neue Kell ab. Eine neue Gefallenenanführerin hat sich auf Europa niedergelassen und errichtet ein Imperium der Dunkelheit. Diesem neuen Kell namens Eramis muss Einhalt geboten werden, bevor er noch mächtiger wird. Ja. Da muss man erst die Kampagne abschließen und dann hat er hier Bounties. Cool. Na, guck mal, schöne Interface-Sachen. Da, Quest verfolgen. Guck mal, die Pistole habe ich immer noch nicht fertig gemacht. Wann wird Petra mich aufsuchen? Sie lässt sich. Wo ist meine Quest für den Bogen? Sie lässt zu, dass sich Angst aufbaut. Oh, ich hatte noch eine Quest für den Gambit-Bogen. Ist die weg? Okay. Möglich. Da ist die nächste Mission. Das darf ich ja nicht starten. Müsste ich eigentlich auf. Das Frame wird auf 36 gelassen. Ich zweifle sehr stark daran, weil ich es eigentlich merken würde. Okay. Eigentlich. Vielleicht habe ich mich einfach schon so schnell dran gewöhnt. Okay, ich merke es jetzt. Kacke. Sieht aus, als würde was mit Lichtschatten schief laufen. Nee, irgendwie nicht. Hallo Florianus? Interessanter Name. Möchtest du darüber reden? Are you the real one? I hope. Auch nicht in Caps. Erstmal chillen hier mit irgendwelchen Dudes. Hat's eine Fahrer mittlerweile ins Spiel geschafft. Ja, ich denke nicht, dass es hier mit Licht und Schatten zu tun haben wird, das Flackern. Das sind ja irgendwie Objekte, die dargestellt werden, aber auch gleichzeitig nicht dargestellt werden. Ganz komisch. Haben wir ja vorhin gesehen, dass so ein ganzer Boden geflackert hat. Irgendwie, wenn ich hier länger drauf gucke, hört sie auch auf. Ich kann hier aber auch böse genug gucken und es hat dann Angst. Ja, wenn jemand noch eine Idee hat, wie ich das loswerde, wir haben ja noch Zeit. Aber Nepharis ist mittlerweile drin. Cool, da muss ich nicht allzu lange warten. Ja, wir warten jetzt gerade noch, dass Nepharis den Anfang gespielt hat. Und auch gerne in seinen Stream reingucken. Gebt ihr mit, wie weit er ist. Wie lange hast du gewartet? 23 Minuten. Kann ich irgendwie so ein Parallelzeug ausmachen? Nope, das flackert immer noch.
Okay. Eine der... Oh, es flackert wieder. Fuck. Ich habe gehofft, dass es vielleicht so gefixt wird, aber scheinbar nicht. Noch was zur Bewegungsunschärfe an. Wollt ihr nichts Schlimmes in dem Spiel? Es gibt Spiele, wo die schlimmer ist. Finde ich hier nicht wirklich störend. Das Flackern finde ich störend. Sind wir den kollidierenden Objekten? Ja, aber warum kollidieren Objekte? Hat ja nicht jeder, der spielt wahrscheinlich. Oder hat es jeder, der am PC spielt gerade? Warte, ich mach mal kurz einen Text hier rein. Warten. So. Da, 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 da. So, hier. Kommt man nur Epilepsie davon, ist ja nicht so schlimm. Ja eben, ne? Solche Probleme kenne ich aus Minecraft irgendwie, wenn man in den Nvidia-Einstellungen irgendwas falsch eingestellt hat. Jetzt sind die ganzen Grafiker... Ich habe so ein starkes Bedürfnis, das Spiel neu zu starten. Wenn man die Grafikoption auf niedrig und dann wieder auf hoch stellt, aktualisiert das ist nicht richtig. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal neu starten, damit es wieder auf hoch alles richtig eingestellt ist. Ich akzeptiere einfach jetzt, wie es ist. Schauen wir uns einfach wer so. Ach stimmt, muss man ja nicht mehr hingehen, ne? Ist ein Argument. Ein alter Shader? Ein Dance? Ja, aber warte mal, das Symbol da oben links ist ja das alte, oder? Ist ja noch nichts Neues. Es gibt nichts Neues? Also hier die Sachen sind neu dann. Eine Bärenfalle aufstellen, ich kann es mir vorstellen. Mit meinem Warlockstab jemanden zerpieksen. Ein Raum... Guck mal, ich habe langsam gelernt wie Raumschiff. Ja. Ein Lego-Raumschiff. Oder vielleicht doch ein cooleres Raumschiff. Ja, das sieht ganz cool aus tatsächlich. Das sieht nicht cool aus. Nee. Also wie so ein Putzroboter. Oh. Ja. Okay. Auch nicht cool. Eine Selfie-Geste, aber die ist älter. Universelle und... Ja, ach so, stimmt. Ne? Saisonal gibt's. Rammen und abhauen. Ja, ist ein besserer Raspberry auf jeden Fall. Und Schwebehülle. Naja, bin ich auch nicht als Geist, aber danke. So. Sieht aus wie die schwarze Waffenkammerrüstung so ein bisschen. Ich sehe irgendwie aus so ein bisschen wie Ada One. Ne? Bisschen Black Armory mäßig. Verbotenes Antlitz. Ja, Geisterleuchtsachen. Sind es diese... Ja, für den Aspekt. Und Schuhe. Ah, cool. Statt Schlangen hat man dann einfach kaputte Kabel am Ende. Boah, interessant. Luna Faktor Stiefel bekommen. Nochmal eine neue Version. Der Exogranatenwerfer. Oh, das ist Symmetry, oder? Ja. Die Waffe sieht so edel aus. Dafür, dass ich sie echt nicht mag. Ein paar Dances.
Ja, die sind cool eigentlich. Die Gesten, die beiden gerade. Geste zum Zählen. Ja, habe ich noch nicht das Eis, aber cool. Tschüssikowski. Oh, lässiges Tschüss. Ist das... Ist das nicht aus Phineas und Ferb? Möglich. Kommt mir sehr bekannt vor. Nefarious wurde vom Schiff einfach one-hitted. Nice. Richtiger Loser. Jetzt mal hier Flame. Aber ich sehe auch... Ja, hallo. Hallo Wischmob. Was geht ab, Wischmob? Alter, den coolen Trials of Osiris Helm hast du da. Habe ich nie gespielt. Interessant, dass man schwer ziehen kann, aber man kann nicht zuschlagen. Okay. Ich mache jetzt erstmal das Wichtigste. Nämlich Clan-Chat. Manuell. Kann ich den irgendwie auch ausblenden? Den konnte man doch irgendwo ausblenden. Oh, wacht Text-Chat aus? Den will ich ja nicht. Naja, gucken wir mal so. Kannst du einen Season Pass zeigen? Sind wir vorhin einmal durchgegangen schon? Hier eine Pistolengeste. Den Shader. Das Emblem. Diese Rüstung, die später so aussieht. Sogar mit so einem Kopf von so einem Explodiergegner hier an der Seite. Diese Rüstung ist extrem cool. Ich wette, wenn ich einen Shader drauf mache, dass sich das rote Band hier nicht mit umfärbt oder so. Weil das Spiel Destiny ist immer noch. Ja, hier sind, glaube ich, die coolsten Sachen eigentlich drin. Da gibt es so eine Siegerpose auf so einem Schädel. Diese Schrotflinte, die ich benutze auch gerade. Ja. Den Shader. Kannst du die Zielorte zeigen? Ja, wäre interessant zu sehen eigentlich. Oh. Ja, da fehlt jetzt ein bisschen was. Besuche Zavalas Büro und hol dir ein Geschenk von Osiris ab. Dein Saison-Artefakt. Dann gehen wir mal dahin. Tschüss, Eisplanet. Die Grafikkiller sind nur bei dir. Du musst dein Spiel neu starten, wenn du willst. Ja, aber will ich ja nicht, weil sonst komme ich nicht mehr rein. Aber ist auch interessant, weil gestern bei dem Event, und ich habe ja gestern noch gespielt und da hatte ich keinen einzigen Grafikfehler. Also irgendwas an dem Patch mag mich nicht. Lila ist das Beste vor Gelb in Destiny. Das kannst du merken. Aber ja, lila Gegenstände heißen in Destiny legendär und gelbe heißen exotisch. Obwohl es in allen anderen Spielen so ist, dass die gelben / orangen Sachen legendär sind und die lilanen episch heißen. Keine Ahnung, was Destiny los ist. Armer Wischmob, hat er irgendwas geschrieben? Ja. Cringe-Ladezeiten. True. Ja, ist irgendwie, weil immer alle Leute gleichzeitig in den Turm laden.
Und wenn da jetzt irgendeine Oma gerade sitzt, die mit ihrem 37 Jahre alten Laptop auch auf dem Turm lädt, muss ich die Ladezeit von der miterleben. Meistens. Deswegen ist auch manchmal so, wenn man auf den Turm lädt, dass dann einfach so 30 Leute ineinander spawnen. Er hat's. Ja, dann kann ich ja nicht auch zu Nefarius mal kurz in den Discord-Channel gehen. Why not? Steht Nefarius gerade rum? Das ist wichtig. Ich will da jetzt nicht einfach reingehen, wenn er nicht gerade einfach rumsteht. Er hat gerade den Bomber getötet. Okay. Ja, das passt. Danke fürs Updaten. Hallo? Nee, also Crossplay ist glaube ich noch nicht draußen. Das dauert noch ein bisschen. Hallo? 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 Crossplay gibt's noch nicht. Ich flieg gerade zum Turm. Alter. Ey, ja. Ist das hier ein Social Space? Ja, dann mache ich hier gleich, weil ich gehe auch erstmal zum Turm. John, die einfach. Ja, ich habe einmal noch mit dem geredet. Wenn du willst, kannst du auch machen. Ja, okay. Dann rede ich noch schnell mit dem. Mr. Dreiarm. Ja. Ja. Ich fliege gerade schon wieder seit 5 Minuten zum Turm. Ja, ich stelle Zombie gleich lauter, keine Angst. Ich stelle niemanden lauter. Ah, ich habe es geschafft, zum Turm zu laden. So. Rex hat hier eine Quest, genau. Boah. Und hat Bounties. Boah, der ist ja richtig clean. Der hat ja ordentlich sauber gemacht. Ich stell dich erstmal hier lauter, warte mal. So. So, red mal was? Ja, hallo, ich red mal was. Ich höre, du machst Fortschritte, Hüter. So, jetzt müsste man Zombie hören, oder? Ich weiß, dass hallo. Das aus streamen. Junge, ich will kein Tutorial für Geisthüllen. Ich hab den schon geupgradet. So. Ja, Geisthülle mache ich auch erstmal schnell. Ich will nicht meine XP haben. Ja, hab ich gemacht, bevor der ersten Mission schon gemacht. Ja, du warst ja irgendwie eine halbe Stunde vor mir drin. Das stimmt. So, ich hätte gern meine. So hell hier. War hier immer düsterer eigentlich so ein bisschen. So, das kostet wahrscheinlich wieder Masterwork Materials, ne? Jetzt kann ich die ganzen Lunar Shells mal dismanteln, die ich hatte für alle Destinations. Exotischer Code. Habe ich nicht einen exotischen Code in meiner Vault liegen? Ich glaube, ich habe einen exotischen Code noch. Ja, same. Da. Ich weiß nicht mehr, wo man den herbekommt, aber ich gebe den jetzt einfach aus. So, Ultra XP hätte ich gerne. Erbenerscheinung, endlich. Letzte Exo, die mir fehlt von der letzten Season. Der Tutor Orbit hat einen Hersteller in den was ist das? So, was hast du denn für Mods genommen? Was ist denn cool? Hast du die Bewegung im Boden gespürt? Ich lach gerade darüber, dass ich mir eine Luna Howl für eine Ascendant Shard holen kann. Kann man die Not Forgotten auch holen? Warte. Lass mich mal gucken. Ja, die ist daneben. Ja. Kostet aber 2. Oh, das ist ja schwer zu holen.
So, was gibt's denn hier? Glimmer Gains kann ich ja hören. Oh, edel. Ich habe 10% mehr Erfahrung und Ressourcen in 30 Meter Radius plus 20% EP Glimmergewinne. Warum hast du nicht 12% mehr Erfahrung genommen? Habe ich nicht als Auswahl gehabt. Wie? Für 5 Punkte 10% mehr Erfahrung. Ja, ich hab einen für 6 Punkte für 12%. Hä? Ist das jetzt auch noch von Geist zu Geist unterschiedlich? Nee, ich glaube, ich habe den legit bei dem Mini-SOTP-Boss am Ende der Mission, glaube ich, gedroppt. Direkt. Der lag da zumindest auf dem Boden. Ich habe den halt am Ende der Mission gekriegt. Hast du nicht gerade meintest du nicht, willst du irgendeinen aus einer Kollektion haben, einen bestimmten? Okay. Ja, den hier, den ich halt gerade hole. Ja, ich hab den noch nicht ausgerüstet, aber ich rüste den schon mal aus. Okay. Tja, nee, jetzt solltest du sehen, wenn die Server laden. Du bist halt nicht online in Steam, ne? Wieso bin ich in Steam? Warte, ich tapp mal kurz raus. Wieso bin ich in Steam nicht online, Leute? Weißt du nicht, warst du die ganze Zeit schon nicht? Okay, warte mal. Ja, okay, jetzt bin ich online. Ich war irgendwie auf Invisible gestellt. Komm ruhig näher und schau dir alles an. So, jetzt müsstest du mich sehen. Null. Ah, da. Blendendes Licht. Ja, aber den hast du doch jetzt nicht gerade gedroppt bei dem Gegner, den Geist. Doch. Den habe ich von dem. Den Mod hast du gedroppt. Panzer gedroppt. Ja, genau. Ja, den Mod, okay. Ja, ist ja was anderes. Ja, meine ich ja. Ja, du hast gesagt den Geist. Deswegen war ich ja so verwirrt. Ich bin behindert, du kennst mich. So. Vielleicht wärst du ja an einem Tausch interessiert. Was gibt's denn hier Cooles? Alter, ich kann ganz Mist Telemetry holen. Was ist das denn für ein fetter Sparrow? Warum kriege ich den Geschenk? Nehme ich einfach. Sieht lustig aus. Ja, damit. Brauche ich noch hier einen coolen Shader. Ja, let's go. Ist mein Ghost glücklich. So, was ist hier unten? Beyond Light Campaign Tracker. Ja, Tab ist okay. Und Masterwork, cool. Mein Tracker ist Masterwork. So, ja, Press A mache ich, kein Problem. Ich habe das Spiel zum Glück nicht gespielt oder so. Oh, Track. Jo. Warum ist das wohl so gestreckt hier? So, ich kann die Bounties jetzt einlösen. Ich habe ja jetzt die Gaussian equipped, ne? Ja. Ich laber kurz mit den ganzen Leuten im Turm. Bin gleich wieder da. Ja, ja. So. Will hier Nefarius seinen Enthusiasmus ja nicht unterbrechen. Deswegen wirklich nicht einfach. Und wir holen uns erstmal die Quest hier und reden mit Zavala. Benji44 glaubt, dass er einen Katalysator für die exotische Schrotflinte Dualität entwerfen kann. Okay, Endgame-Zeug machen. Ja, Strikes, Gambit oder Schmelztiegelzeug. 50 Hüter besiegen. Ja, okay, krieg ich hin. Deinen eigenen Weg ebnen. Benji winkt dich. Was auch immer. Ah, es führt alles zur selben Sache. Achso, ich kann aussuchen, ob ich Strikes, PvP oder Gambit machen will. Strikes. Strikes, 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 Strikes. Ist mir egal, was du hier aussuchst. Nein, Strikes. Danke. Guck mal, ich habe immer noch die alte Sonnenwinde-Rüstung hier. Die habe ich nie abgeholt. Wenn ich die jetzt abhole, ist die auf Nulllicht komplett? Habe ich dann eine Nulllicht-Rüstung? Auch cool. Ja, die Mods habe ich alle. Davon brauche ich nichts. Die nehmen wir einfach mal mit. Muss ja jetzt den Season Pass leveln. Vielleicht erledige ich die einfach zufällig nebenbei. Ich werde dich anfeuern, wenn ich daran denke. Da ist ein Fahrstuhl. Da reden wir mal kurz mit Zavala. Und cool, dass der Reisende jetzt einfach so clean ist wieder. Aber schade, dass der Turm immer noch sehr kaputt ist. Hallo, Zavali. Fangen wir an. Nein, ich soll nicht mit dir reden. Ich soll mit dem anderen Zavala reden. Ich glaube, ich soll den Fahrstuhl runterfahren. Ich habe ja, glaube ich, mein Ziel markiert gehabt. Oh ja, hier ist ein Fahrstuhl. Haben sehr wackelige Knie alle hier drauf. So, dann will ich hier lang. Folgen wir mal dem Lichtkönig. Ah. Tafel, interagieren. Reißzahn von Xivu Arad. Ich hatte dir versprochen, mich zu melden. Und Gott, bist du leise. Viel gibt es nicht zu berichten. Merkur, Mars, Io und Titan sind fort.
Angesichts dieser Umstände möchte ich dir das Geschenk der Perspektive zuteil werden lassen. Okay, irgendein Artefakt von Osiris kriegen wir hier. Schön, dass er aber so leise ist wie noch nie. Ich glaube, Automatikgewehr ist ganz nett. Anti-Barrier-Puls. Anti-Barrier-Maschinenpistole. Ja, Puls. Erstmal. Wir müssen zwei sogar nehmen. Ah, ne, hat nur geleckt, okay. Schrotflinten sind schneller bereit und werden schneller weggesteckt. Ist cool. Ja, nachladen mit Granatenwerfern, auch nett. Besseres Zielen. Ja, machen wir das mit der Schrotflinte. War ich ja eh gerade dabei. Stimmt, ne? Dadurch, dass Mods weg sind, müsste der hier eigentlich gerade komplett leer sein. Ja. Geringer Widerstand ist kaputt sogar. Gibt's nicht mehr, scheinbar. Plus 10 Belastbarkeit. Plus 5 Belastbarkeit. Ach guck mal, man kann plus 5 Dinger hier reinsockeln. Ah, ist ja cool. Ja. Reduziert die Abklingzeit der Klassenfähigkeit, wenn die Klassenfähigkeit eingesetzt wird. Ah, yes. Und hier habe ich natürlich 100 Sachen. Aber nicht diesen Schrotflinten-Mod, den ich jetzt gerade bekommen habe. Okay. Die Anti-Barrier-Mods und so sollten jetzt Rüstung-Mods sein, angeblich. Sehe ich nicht. Ja, das gucke ich später. War es schon alles? Ja, wir haben das Artefakt ja jetzt, ne? Ja, genau. Wir wollen ja nur, dass ich hier Beutezüge abschließe und sowas. Ja. Dann würde ich mich mal und frag mal, was Nefarus macht. Hallo? Oh, Stasiswaffe. Hallo. So, wo... Ja, ich konnte den nicht in den Turm nachjoinen, ging nicht. Ah ja. Das ist ein Aufzug im Turm. Technologie. Okay, ich guck gleich. So, Mann, wie sieht das Raid-Zeug sieht schon ziemlich cool aus. Das Raid-Zeug habe ich noch gar nicht angeguckt. Oh, du musst direkt... Ja. Wie sehen die Waffen denn aus? Oh, wie cool. Ja, ich sehe keine neuen Perks. Ich wurde in Orbit zurückgebracht. Okay, ich darf nicht mehr auf dem Turm sein. Okay. Meine Spaßzeit auf dem Turm ist ausgelaufen. Warte mal, kann ich hier einfach joinen, wenn du im Orbit bist? Ja, im Orbit sollte ja chillig sein. Ja, ich weiß nicht, wie chillig das für Bungie ist. Also, also es ist sehr viel Contacting Destiny 2 Servers. Da, Deepstone Crypt. Ich wurde schon geschiebt. Ja, ich... Naja, Deepstone Crypt Zeug sieht cool aus, ja. Ich wollte gerade einen Perk angucken, aber ich konnte ihn mir nicht durchlesen. Geh jetzt mal kurz zurück hier. Waffe, sie leuchtet auch sehr. This weapon... Hallo, ich will mir doch nur den Perk anschauen, Spiel. Hör doch Treffer gegen drei verschiedene Ziele erhöhen den Schaden für eine mittlere Zeitdauer. Okay. This weapon slowly reloads itself over time up to double capacity. Gottes Willen, was ist das denn für ein Maschinengewehr? Das ist ja boah, ein Alter, richtiger Hefty Chunk. Guck dir den ersten Perk auf der Shotgun an. Auto-loading holster, but better. Junge. Das ist der dritte. Hallo, die ersten beiden sind... Ja, du weißt, was ich meine. Aber ist ja ultra cool. Bis zur doppelten Kapazität, ja? Alter, ich will auf alle meinen Waffen diesen Perk drauf haben. Ja, nehme ich auch. Vorfinde klingt das echt cool. Ich gehe mal einfach alle mal nacheinander durch. Genau, die haben wir ja schon gesehen. Was ist das? Ein Schwert? Nachlass. Oh, das ist sehr... Da schneide ich mich ja fast schon dran. Ja, no time to explain. Ja, jo. Okay. Ja, ich kann dir nicht nachjoinen. Das ist nicht möglich gerade. Ja, ich glaube, gerade sterben die Server auch so ein bisschen. Ja, aber das war jetzt zu erwarten. Das ist ja... Das ist ich gucke alles durch. Keine Angst, Leute. So. Ja, den Rest haben wir schon angeguckt. Es gibt auch einen Geist. Ich brauche diesen Sparrow-Zombie aus dem Raid. Retro-Kaul. Das ist ein Telesto-Sparrow.
Ja, so ein bisschen Telesto-mäßig sieht er aus. Junge, ich brauch dieses Ding. Ist der Great Shader wenigstens cool? Ah, hat wieder so ein verstecktes Blau drin, ne? Trotz vier schwarzer Farben. Ich brauch den Telesto Sparrow. Hä? Das ist doch... Ach, ich wollte schon sagen, das ist doch nicht die Warlock. Hat doch keine fette Rüstung an. Stimmt. Also, ja, ich muss jetzt mal umstellen hier. Ja, gefällt mir das? Alter, die Robe ist so cool. Ich find sie gerade hässlich. Junge, hast aber keinen Geschmack, ja, hallo? Ich meine, klar, sie lässt sich wie gewohnt nicht shadern, aber... Ja. Aber ich fänd's cool, mal nicht in einem Rock rumzulaufen. Ja doch, ist aber ganz cool, die Weltrüstung. Ich meine, guck mal, du hast sogar eine Kapuze hinten, ne? Der Helm hat lila Text vorne. Der Helm gefällt mir auf jeden Fall. Ich muss wieder auf Warlock umstellen. So, wie sehen die Schuhe aus? Junge. What are those? Nice Boots. Bisher finde ich die Raid-Rüstung ultra nice. Ja, ist besser als eine recycelte Rüstung. Kann man schon mal sagen. Kann ich aber den hellen Part vom Helm shadern? Kann ich. Ich bin sehr glücklich. Nur den lila Text nicht. Ja, der ist ja okay. Der gehört ja zum Setting dazu. Und die Handschuhe. Okay, das ist bisher aber meiner Meinung nach die coolste Raid-Rüstung, die wir in Destiny 2 bekommen haben. Ich musste erstmal warten, bis ich sie komplett hab. Nee, ich hab meine Meinung schon gebildet. Hieß es nicht, das Kosmodrom kommt später oder so? Wir kriegen einen Teil vom Kosmodrom jetzt, der Rest kommt später. Aha. Du kannst doch mal nebenbei versuchen, wie mir zu joinen, weil ich komme absolut nicht durch. Ich lade gerade im Kosmodrom. Ach so, ja, okay. Jetzt, ich gehe erstmal auf den Turm, das muss ich sowieso zuerst machen. Ja. Auch wenn ich da eben auch nicht drauf kam. So, Kiri, was du verpasst hast, ja, wir haben keine Rüstung angeguckt. Telesto Sparrow, das Wichtigste halt. Ah! Nehme ich auch die Grafikfehler. Ich weiß nicht, was der Chat gesagt hat, aber du hast wahrscheinlich den Game Ready Driver installed, ne? Ja. Ja, nie machen. Das war bei allen anderen Destiny-Updates auch, haben einmal alles kaputt gemacht. Ja, aber das war für Destiny der Treiber. Ja, ich weiß, aber der hat bei Shadowkeep alles kaputt gemacht und bei Forsaken auch. Deswegen, haben sich die Leute irgendwie zu tausend auf Twitter und auf Reddit beschwert. Deswegen mache ich das nicht. Okay, dann gibt's bei mir die Flacker Experience. Ja, ich weiß ja nicht, was Bungie für Probleme hat, da mit Nvidia zu arbeiten, dass das richtig funktioniert, das ganze Ding. So, was ist eigentlich mit dem Schwert jetzt hier? Kettensäge. Teil des Blade. Also kann ich mich heilen, wenn ich aber Leute schlage. Klingt nett. Kiste. Oh. Bei keinem Event mitgemacht. Alter, ist dieser Sparrow bereit. Hilfe. Welchen Sparrow hast du? Welchen hast du? Den mir Rahul geschenkt hat. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht zum Turm gekommen. Ist hier noch dieser Keller unten? Ja. Ja, mein Problem ist, ich komme weder auf Europa noch auf den Turm. Okay. Ich bin, glaube ich, ist einfach stuck im Orbit. Oh! Irgendwie meine das denn die 1-Erfahrung? Ja! Empfohlene Power 1200. Oh boy. Hat mich gerade gebonshottet. Ich bin in diesem Keller. Bist du in die Ritterhöhle, oder? Bist du in die Ritterhöhle? Ja. Ja, okay. Das habe ich erwartet. Als du meintest, die Starter-Experience. Oh, warum hat der Fragezeichen? Oh, war mich tot. Der hat sogar zwei Fragezeichen, nicht nur eins. Insane. Spawn doch nicht einmal vor mir. Oh Gott, der läuft.
Jetzt ist aber die Frage, ob die neue Stasis-Exo oder ob das die neue Celeste wird. Man sieht jetzt den Season-Rang bei den Leuten scheinbar, ne? Ja, keine Ahnung. Ich möchte einfach nur losfliegen heute. Handschuhe, cool. Habe ich mir auf jeden Fall verdient. So, was ist Recon-Data? Bring this to Crow to increase your reputation. Nö, ich nehme die mal Enhancement Cross mit. Oder ich nehme die Enhancement Cross nicht mit. Ist auch okay, ich spiele kein Problem. Ich lass es einfach. Ich habe vielleicht einfach zu viel gedrückt. Ich glaube, ich fliege gleich raus. Schlechter Plan meinerseits. Ja, sieht sichtlich schlecht aus, dass ich aus dem Orbit rauskomme. Einfach alles zerstört. Also Fireteam join geht nicht. Irgendwo landen geht auch nicht. Ja, ich verhungere halt im Orbit oder so. Perfekt. Ich würde doch gerne die Waffen alle ausprobieren, ich freue mich richtig da drauf. Hier Gambit Prime Badge habe ich nicht fertig gemacht. Ist halt so. Ich habe hier einen Gramm, aber ich kann es nicht aufheben. Oh no. Ah, jetzt. Ja. Hat ja, nur ein bisschen gedauert. Mir ist gerade echt schön, so ein bisschen das Teil hier durchs Kosmodrom zu laufen und von Hilfe von Gegnern getötet zu werden. Ich weiß nicht, ob Sparrow Trails so funktionieren sollen, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob die so funktionieren sollen. Ja, ja, es funktioniert alles. Jo! Ich habe keine Grafikfehler und bei dir funktionieren alle Sparrow Trails. Kann ich da hinten in die Höhle rein? Die Mission fand ich mega cool damals in Destiny 1. Wie cool sehen denn die Sparrows aus? Da muss man aber aufpassen, dass man bei dem Sparrow nicht mit der Hand vorne reinpasst. Ist ja mordsgefährlich, nicht mal eine Abdeckung drüber. Oh. Wird einfach die Hand geschreddert da drin. So. Ja. Ach, ein bisschen ist jetzt der Strom im Weg, wo ich nicht lang darf. Ah. Nee, hier war ja der Bereich, ne? Genau. Die Spooky-Tunnel, wo die Schar zuerst kam. Haben wir einen Shrieker über mir? Ist ein Stockwerk über mir. Schießt ein bisschen zu früh. Ich bin so auf Abenteuer. Ich will einfach nur auf dem Turm landen. So, Celeste, neues Ornament die Season zufällig? Nee. Ja. So. Wo ist der Schreier da? Wie war das kein Crit? Aus? Alter, kann nie. Jo. Nice, gefällt mir. Verstehe das. Jetzt erstmal nochmal durchlesen, das Perk von der Schrotflinte. Schrotkugel, Todesstöße, Gewehren, Stapelbahn, Präzisionsschaden. Man kriegt keinen Buff und kein Nach... Hä? Was? Schrotkugel Todesstöße. Also muss ich... Ah! Also nicht ohne Rechtsklick, ja. Genau. Ah. Alter, ich hab... Die Server sind so tot, Zombie. Ich hab irgendwie vor 15 Minuten oder so, habe ich im Season Pass mir die Masterwork Course abgeholt, ne? Ja. Die kam jetzt an. Very nice. Oh, ich kann in die Loot Cave gucken.
Oh, pass auf. Von Black böse Wendels. Ich hab verloren. Stackt der sich? Anders? Ja, stackt sich der Buff. Okay, also will ich immer ohne Buff ganz viele kleine töten und dann mit einem Rechtsklick einfach so einen Ultra-Tot machen. I lost. Naja. Warum lostest du? Ich wurde geweaselt. Oh. Ja, wir können dann in 2 Stunden oder so weiterspielen. Tote sind nicht genug für Meister Rahul. 1 Million Tote sind nicht genug für Meister Rahul. Okay. War es nicht irgendwie nur 1000 Tote mal? Das hier war die Loot Cave, Leute. Stand man hier. Hier stand man. Und hat hier die Gegner, die gespawnt sind, die ganze Zeit totgeschossen für 3 Stunden am Stück. Dann hat man gehofft, dass ein lila Gegenstand gedroppt ist. Und dann hat man den bei Meister Rahul ausgepackt und dann kam Blaues daraus. Das war die Experience. Oh, hier ist auch eine goldene Kiste, die kann ich mitnehmen. Ja, aber auch ein Exo-Engramm und dann war kein Exo drin. Ja. Ja, mein Exo, Exo war viel zu selten. Nee, Exos hat man da nicht so einfach so mal gefunden. Unmöglich. Ja, aber allgemein. Rahul war ja richtig mies im ersten Jahr. Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, das war's heute mit Beyond Light. Bei dir? Ja, bei mir schon. Komm, denkst du, kommst echt nicht rein? Doch. Also, ich komme nicht mal in die Queue. Ja, das ist doch gut. Vielleicht kommst du ja da instant rein. Ja. Ich, schön wär's. Energieausschlag durch Waffeneinsatz entdeckt. Ich meine, man kann ja hoffen. Bis hin zu Schar-Bioenergetik. Wir brauchen einen einsatzbereiten Hüter. Destiny Servers are not available. Okay. Ja, sonst mache ich. Soll ich einfach die Story spielen? Weiß es nicht. Ich weiß nicht, also. Ja, was soll ich noch? 5 oder 10 Minuten? Ja. Mist, ich kann nicht mehr refunden. Jetzt hättest ja, du nicht damit gerechnet, dass die Server rumspinnen. Ja, aber warum liefern die mich? Nichts, ich hab nichts Böses gemacht, ja, weil ich darauf jetzt streamen und alles, ne? Bringt ja nichts so. Keine Weekly Deals auf Steam haben, ich möchte einfach nur das Spiel spielen. Wieso hab ich. Echt. Ich habe eine Patrouille aufgehoben, wo ich Headshots machen muss. Wann gibt's das denn? Okay. Das war einfach dieses Töte-Alles-Symbol. War richtig happy. Oh nee, ich hab die Patrouille jetzt kaputt gemacht. Bitte nicht. Was soll ich mit einer Auto-Rifle Headshots? Ja, ich war mit Celesto Headshots zu machen. Na gut, ich habe ja meine Sniper-Schrotflinte. Auch nur Köpfe. Was eskaliert hier gerade so auf mir? Ah, da ist er, die Hexe. Nee, das ist keine Survival-Musik. Definitiv nicht. Wie sprintet der denn jetzt los? Ja, oh, ich bin Q. Okay. Wie viele? 600 Leute. Das geht doch. Warum spinnen die sich hier alle einfach weg? Ja. Komm her. Das heißt, es geht noch. Gestern sind die Q-Zahlen auch hochgegangen und Leute haben sich vorgedreht. Nee. Wir wissen nicht, ob die Q-Zahlen runtergehen. Bitte. Jawohl.
Man hat es geschafft. Ich muss halt auf den Turm. Ich muss ja das ganze Zeug annehmen. Ich kann jetzt nicht einfach die Story weiterspielen. Ist ja nur dein Season-Artefakt. Ist doch egal. Hallo Jeno Tunis, der echte. Nee, kannst du ruhig nochmal probieren, dann auf den Turm zu gehen. Bin eher verwundert, dass du es geschafft hast, ins Kosmodrom zu kommen. Ja, ich habe keine Probleme. Okay. I just please the game. So, was fehlt denn vom Kosmodrom? Die untere Ecke. Die untere Hälfte? Ja. Irgendwie. Ja. Sind echt viele Kisten hier versteckt. Ja, aber es geht. Oh, ich glaube, ich bin durch, Junge. Ist das ein Dream? Okay. Ich erforsche erstmal ein bisschen weiter. Danke, Jimo Tune ist der echte, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und hallo, Ike. Na, nachdem man halt durch die Queue ist, ist immer der größte Moment der Anspannung, weil man nicht weiß, ob man jetzt wirklich durchkommt oder nicht. Ha, wenn die Queue vorbei ist, hast du es geschafft. Okay, ich bin im Orbit, das ging ultra schnell. Ich sehe keinen Contact in Destiny 2 Server, ich will einfach nur zum Turm. Jetzt soll es ja gehen, hoffentlich. Das ist nice, einfach hier anzulaufen. Jetzt helfen wir mal hier schnell Tank. Aus und gucken, ob es dann geht. Los, Spider-Chain. Ey, ich flieg los. Was ist los? Ich wurde erstmal von einem Rohr getroffen. Von einem Rohr? Ja. Weil explodiert ist der Panzer. Oh, ja. No. Nicht ich, nur der Typ, der von mir eine Emote gemacht hat. Oh, ich kann jetzt ein Unboxing machen. Alter, Exo-Engramme. Okay, erstes Exo-Engramm. Karnstein Armlet, okay. Okay, ich glaube, da ist einfach nichts Neues drin. Wäre auch merkwürdig. Ja, Truhe eigentlich schon. Ja, ein paar Exos. So, ja, yeah, you have unlocked the Triumphs Feature. Danke, Bungie. Ja, klick doch an. Ich hab zum Glück noch nie Triumphe gemacht. Ja, klick doch an, ist okay. Ja, ich hab Triumphe, Bungie, hier mit. Und alle. Ja, ich werde in Ruhe gelassen, let's go. Alter, ich hab den German auch ganz gesehen, Alter, wie cool. Genau. Der ist ganz. Oh. Ganz schön clean. Okay. Alter, der ist, hab ich was der Falsches ist gesagt? Genauso clean wie Savalas Glatze. Jo. Sehen fast gleich aus, die zwei. Gibt keine Bugs. War ein Feature. Wir haben den Spinnenpanzer weiterentwickelt mit Tarntechnologie. Wie unsichtbar? Ja. Ne, der hat sich aber aufgelöst. Nice. So, ne, Shax will ich gar nicht begrüßen. Also, was leuchtet da oben? Warte. Ich geh erstmal in meinen Vault und hol meinen Exotic Cypher raus. Für Herr Apparent. Ja, Exotic Archive. Ich weiß nicht, was ich hier kaputt mache, aber ich mach's kaputt. Ah, Kiste. Warte. Die kann ich nicht. Ja, also im Endeffekt bin ich froh, dass ich gerade den Games nicht gespielt habe. Ja, ja. Also da ein paar Monate warten für die Exo war ja vollkommen in Ordnung.
Man kann den Exosparrow aus SOTP kaufen. Ja. Einen Titel hat, für den Titel hat man den ja gebraucht vorher schon. Ich hab keine Ahnung. Aber hey, jetzt werde ich das Ding nie wieder benutzen. Ist ja angenehm. Das neue Exotic Archive. Hallo, Mistress. Sparrow? Nämlich? So, Benji gibt mir wahrscheinlich jetzt die Catalyst Quest, ne? Genau. Und dann musst du noch mit dem Fahrstuhl runterfahren. Okay, du hattest vorhin schon. Was ist hier? Kann ich hier alle annehmen, oder? Nee, kannst du dir aussuchen, mit welcher Art du dir die Season-Waffe freispielen willst. PvE, ja. PvP oder Gambit? Strikes natürlich. Ja, richtig. Same. Als ob ich PvP spielen würde, Junge. Ja, bei Gambit? Das ist sogar den Gambit-Titel. Nee. Ja, ich liebe Gambit. Habe ich einen alten Helm bekommen von Benji. Warum nicht mit Handcannon? Weil Handcannons keinen Schaden mehr machen. Ach, den Fahrstuhl meint. Aber ich muss kurz wissen, was da oben leuchtet. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Was ist das? Ich hab kein Leuchten gesehen. Habe ich einen Knick in der Optik oder ist da so ein leuchtender Strahl auf der Kiste? Leute, sagt mal. Knick. Ich akzeptiere es einfach. Wieso steht es eigentlich wieder? Ist es nicht kaputt gewesen, das ganze Zeug? Ist doch alles schon kaputt gewesen in dem Winter-DLC. Ich muss in Zavalas Office. Ja. Ich hab den Fahrstuhl verpasst. Hier drüben. Hier hat Destiny 1 angefangen. Zwischen den Autos. Und aufgewacht. Ja, das heißt, oder? Ja, und in der Winterversion der Map ist die Mauer hier komplett kaputt und eingestürzt. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt der aktuelle Ort sein kann, wenn es nicht der aktuelle Ort ist. Das ist der Dream, wir können legit mal in der Eriandas mit einem Propagon machen. Also ich habe die Mods noch nicht auf der Rüstung gesehen. Ja, diese Artefakt. Ja, ich weiß, ich habe die freigeschaltet, ich habe sie nicht in der Rüstung gesehen. Vielleicht ja, bin ich einfach blind. Das ist ein Handschuh-Mod, sind das nur. Armschutz. Ah ja, ja, sehe ich, okay. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Ultra cool. Warum sind die ausgegraut? Hallo? Warte mal. Ach so, weil es alte Mod-Versionen sind. Ah. Hier ist ich über 10 war. Ah. Das erste Mal, dass man eine Special Weapon spielen kann, die gegen Champions was macht. Welche denn? Also, man kann ganz oben rechts Unstoppable Shotgun. Ah. Alter, wie cool. Ja, wahrscheinlich. So die Shotgun Season wahrscheinlich. Okay, also einfach aus dem Crucible rausbleiben, hab verstanden. So, was gibt's sonst noch auf dem Türmchen? Nee, den Drifter, den gibt's nicht. Hawthorn, der Drifter ist jetzt eigentlich so voll alleine da unten, ne? Tut mir richtig leid. Das war so komplett ab vom Schuss und niemand ist mehr da. Passiert. Jo, aber dann bin ich auf dem Turm hier, glaube ich, fertig. Dann join ich einfach mal nach und hoffe, dass nicht alles stirbt. Ja, so, sorry, dass ich gerade echt wenig auf den Chat eingehe, Leute. Ja, kann ich schnell die Schrotflinte rausholen. Ja, du freust dich gerade doch nur über alles, ist doch nice. Weißt du, joinst mir nach, dann gehe ich in Orbit. Ja, es wird zu spät. Hier gibt's nichts. Ich habe mich einfach nur beschäftigt, bis du fertig bist. Wir müssen den Eisplaneten retten. Klar.
Ja, let's go. Was hat die neue Shotgun denn für eine Nachladeanimation? Die knickt einfach aus. Jo. Ja, das ist boah, laut. Junge. Hallo, bist du wach? So, euer Opa da drauf landen. So, machen wir Story weiter. Nachdem wir jetzt eine Stunde auf eine Fahrt gewartet haben. Ich kann sie ändern. Das ist nicht meine Schuld. Das ist alles auf Bungies Mist gewachsen. Gibt es wieder Level? Nee, nur Lichtlevel. Nur das normale Level sind komplett deleted. Scheinbar. Und Alter, das neue Lore-Fenster ist auch ultra cool. Da kann man einfach durchklicken durch die Seiten und es ist nicht nervtötend. Ah, lol, ja. Also dann kann man seine Bücher mal lesen. Aber ich finde es schade, dass nur ein Catalyst es reingeschafft hat, leider. Ja, ja, kommt noch. Ja. So, ja. Du hast ja schon mit Ding geredet, ne? Dann können wir hier die Mission starten. Okay. Schließe die Mission der neue Kell ab. 1070 Licht empfohlen. Machst du heute noch Phasmophobia? Nein. Ich spiele Destiny die ganze Zeit. Wofür ist die 8 neben dem Namen? Das ist eine Farbe aus einem Season-Rang. Glaube ich. Ja, weil ich mies Bounties gehortet habe. Ja, genau. Ich nicht. Ich bin immer noch eins. Alex, die Macht, mit der Eramis dich gefangen hat, war das... Die Dunkelheit. Ja, wir nennen sie Stasis. Eine Kraft, die im Gegensatz zu eurem Licht steht und von der Pyramide stammt. Sie hat Eramis in die Irre geführt. Europa sollte ein Zufluchtsort für die Elixni werden. Aber die Stasis hat sie verdorben. Mit ihr verwandelt sie ihre Besessenheit in Tatkraft. Und sie arbeitet hastig daran, die Elixni mit der dunklen Gabe zu stärken. Wenn Eramis nicht aufgehalten wird, wird sie eine Armee aufstellen, die in der Lage ist, das Licht ein für alle Mal auszulöschen. Schön, das dass die Servitoren jetzt auch sich irgendwie spinnen, so ein bisschen nach dem Schießen. Hallo, ich habe den gerade zugeguckt. Boah, Junge, ich darf hier nicht hingucken, der gesamte Boden flackert. Das komplette Stück hier. Ich muss mal dringend nachher bei dir reingucken. Kann mir das nämlich absolut nicht vorstellen, weil es einfach nur alles hell und weiß. Ich glaube, irgendeiner im Discord hat er geschrieben, man soll unbedingt updaten. Mieser Troll. Misch den Clan. Direkt, ey. Ja, Dunkelheit. Also ich find's schon, wie offen es auf dem Planeten ist bisher. Ja. Ich hätte, wo du rausfliegst, auch neu starten sollen und den Treiber neu installieren. Der Europakolonie von Clovis Bray. Gebaut, um jene aufzunehmen, die gekommen sind, um Exos zu erschaffen. Und ist das jetzt irgendwie langsamer oder was ist mit dem los? Nee, ich bin gerade stehen geblieben. Und was ist mit dir? Nee, warum bist du nach Europa gekommen? Um dich vor der Vorhut zu verstecken? Varix weiß, was du andeutest. Der Tod von Kate 6 war nicht meine Absicht. Es vergeht kein Tag ohne Reue. Ich werde mich für diese Verbrechen verantworten. Aber erst, wenn mein Volk vor Eramis sicher ist. Vollen abschlachten. Macht echt komische Geräusche in dem Addon, der Typ. Der klackt doch nur ein bisschen rum, oh Gott. War jetzt keine so erfolgreiche Falle.
Bin ich schon ready, einfach mein Zeug wegzulegen, um... Ach, ja, muss ja sein, ne? Nee, ich warte noch eine Mission. Ja, es ist schon 85 das Zeug, was droppt. Okay, Junge, was hast du alles schon gedroppt? Ja, viel. Ich bin gerade die ganze Todeszone abgelaufen. Du machst ja Kosmodrom und so. Ja, genau. Sieht nett aus hier. Sehr, sehr kalt. Dieser Dom, ist das der Ort, an dem du lebst? Ein Gipfel der Hoffnung für die verbliebenen Elixnie. Aber eine ständige Erinnerung an Eramis Verrat an Varix. Irgendwie ist die Belsub-Klasse hier gerade nicht so spannend. Aber nice, hast du gerade alle gesprengt. Das war irgendwie eine Kettenreaktion. Ja, die Bombeinzels sind bald weg, wenn ich mir das schon fragen muss. Warum sind noch Gegner angezeigt? Da oben. Warum lebt noch etwas? Ja. Hat der eigentlich ausgeräuchert. Ja, guten Appetit, Tizian. Svan geht, bis wie hoch das Lichtlevel geht? 1260. Alter, well, Ehrenmann. Naja, können wir einfach kämpfen. So, töten, Präzisionsschuss. Abgeschlossen. Ja. Alter, wir müssen was hacken. Ich spüre sie wieder. Oh. Die Energie, die ich bereits zuvor gespürt habe. Das muss Eramis gewesen sein, als sie die Stasis eingesetzt hat. Oh nee. Herr Boom. Was ist da? Ich dachte gerade, die Spur der Dunkelheit, die Eramis hinterlassen hat, führt direkt durch diese Tür. Aber sie ist verschlossen. Mit Stasis, ja. Ihr werdet nicht in der Lage sein, durchzubrechen. Dann werden wir einen anderen Weg finden. So, was hast du gerade hier gesagt? Ihr seid alle aus dem ich dachte gerade, das sind Servitoren unter der Treppe. Weil ihr euch die Freiheit für unser Volk wünscht. Und genau das kann ich euch geben. Eramis ist in der Nähe. Jetzt gehört sie uns. Kriegen wir erst die Darkness, wenn wir die besiegt haben? Oh, da unten ist die... Ja, genau. Kirtan! Jahrhundertelang haben sie uns gebunden. Sklaven der sogenannten großen Maschine. Wir haben sogar Statuen nach ihr erbaut. Wir waren Lakaien unserer eigenen Kreationen. Nicht mehr. Heute werfen wir ein für alle Mal unsere Ketten ab. Diese Macht ist ein Geschenk, das ich mit euch allen teile. Schon bald. Phylax! Einer nach dem anderen. Erheben wir uns! Dies ist unsere Zukunft. Unsere Feinde haben keine Chance gegen diese Macht. Die große Maschine wird endlich leiden, wie wir.
Anscheinend sind unsere Feinde gekommen, um uns zu testen. Lassen wir sie nicht warten. Hallo. Hallo. Ich hab Waffen. Ich würde gern das Eis auch nehmen. Nein, diese. Ich kann sie spüren. Wie jetzt keiner mehr unten im Raum ist. Alle weg. Obwohl, jetzt für 5 Leute stehen da unten noch. Ich rufe unser Schiff. Verschwinden wir. Ja, aber ich kann auch einfach auf die Gegner zulaufen. Achso, da sollen wir auch lang. Wenn wir Stasis kriegen, kriegen wir dann auch so einen coolen Yu-Gi-Oh! Duell-Handschuh. Nicht stehen bleiben, weiter! Alter, wir müssen weglaufen. Hier ist ganz schön mad, unser Geist. Ich wollte eigentlich Krieg führen. Könnte ich nur die umbringen? Nee, Moon. Jesse Moon. Okay, lauf. Hallo, mach auf. Ich glaube, wir sind falsch gelaufen. Neues Ziel. Doch, jetzt. Okay, wir mussten nur alle Gegner töten. Sie haben tatsächlich die Dunkelheit. Die Gefallenen. Das ist gar nicht gut. Das Schiff ist da. Links. Nee, hab ich aus. Oh, mein Schiff. Da, über die Kluft. Los. Nicht ausgesehen. Die Aggro der Geist, aber ja, im Deutschen hat nämlich voll angeschrien gerade. So, schnell Clan-Chat. Clan-Chat manuell. Ja, die meinen mit Great Machine, meinen die den Traveler, das stimmt. Ja. Ja, die hatten auch mal den Reisenden, jetzt nicht mehr. Jetzt ist unserer. Ja. So, will jetzt Varix wieder reden? Ja. Hallo Varix, ich rede mit dir. Varix dachte, Eramis wollte ein neues Leben für die Elixir schaffen. Aber diese dunklen Mächte haben ihren Verstand vergiftet. Und so bin ich vor ihr geflohen. Dafür nennt sie mich Verräter. Es sind noch andere geflohen, die, wie ich, immer noch die große Maschine verehren. Sie sind untergetaucht. Okay. Rede ich halt mit schwarzem Bild mit ihm. Ja, same. Ich wurde auch geend-eatert. Ja, aber ich stehe am Anfang vom Level, aber ich kann meine Belohnung auswählen. Ja, Fager, ich auch. Der Verwirrung. 1:1 dasselbe. Impulsgewehr, okay. Es beunruhigt Varix zu hören, dass Eramis Lieutenant Stasis benutzen. Die Situation ist ernster, als er vermutet hat. Er möchte auf Europa bleiben, um andere Elixni zu unterstützen, die vor Eramis fliehen wollen. Du sollst ihm dabei helfen, mit Hilfe einer Matrix in der Nähe ein Kommunikationsnetzwerk einzurichten. So kann er mit seinen Verbündeten kommunizieren und die Evakuierung vorbereiten. Level 2. Alter, geht's zack, jetzt? Zack, Aufklärungsdaten. Ich weiß nicht, was die... Ach, das ist wahrscheinlich das Material von dem Planeten. Got it. Ja, nehmen wir mal das. Und hier nehmen wir einfach das. Ja. Sieht lustig aus, die rote Spielzeugpistole. Ja. Was sind für Perks? Warte mal. Alter. Godroll direkt. Hässlich sein hat sie als Perk. Ich mach sie ja erstmal golden. Ja. Wusch und Demolition hat sie bei mir. Ich hab firmly planted und full auto. So, ja, dann helfen wir dir mal, ein Netzwerk aufzubauen. So. Ja, genau. Ja, Leute, Spelunky ist nicht Thema hier. Kein Spelunky jetzt. Nee, Spelunky gibt's hier nicht. Erst in die. Europa ist nicht mehr der sichere Hafen, den ich mir erhofft hatte. Wir müssen die Retter all derer sein, die nicht unter der Herrschaft eines dunklen Kells leben wollen. Ein geheimes Kommunikationsnetzwerk würde es uns ermöglichen, so lese ich es überhaupt vor. Aufzunehmen.
Marix, wir sind soweit. Wo ist das erste Hallo? Relais? Hallo? Mein Spyro treibt von alleine nach rechts. Ja, der Wind. Hallo? Ah. Junge. Okay, das wird so nervtötend später. Hier schon. Hallo? Hier, hacken. Kann ich. Okay. Jetzt haben wir noch mit Nefarius. Bin ich sicher? Hm? ich weiß nicht, wer da vor mir steht. Energieversorgung läuft, Varex. Gut. Noch zwei weitere. Ja, wo sind die Questmarker? Oder müssen wir das finden? Da ist ein Marker. Weißt du bist da hochgeklettert. Ja. Ich hab's nicht mitgekriegt. Vor lauter Schnee. Okay, Varix, das waren zwei. Oh. Hast du den dritten Marker gehört? Klang wie Stimmen. Was? Wer? Die durch mich sprach. Dann müssen wir uns beeilen. Es gibt noch ein weiteres Relais. Schlag drauf. Gib mir Darkness. Sind wir richtig drunter zu stehen? Oh nein. Sie ist es. Sie ist hier. Gib. Dunkelheit. Sie ruft uns. Untersuche die Krux der Dunkelheit. Wir haben gerufen. Du hast geantwortet. Da hinten. Wir haben dich lange genug warten lassen. Nun komm, die Rettung erwartet dich. Endlich. Ja, Dreiecke. Das Licht hat dir nicht genügend Anerkennung gezollt. Wie einem Soldaten, dem immer wieder aufgetragen wurde, seine Befehle zu befolgen. Deshalb wollen wir uns bei dir bedanken. Mit einem Geschenk, das dir helfen soll, endlich die Oberhand zu gewinnen. Ja, ich will auch da. Ich weiß gar nicht, was es ist. Was könnte uns die Darkness nur geben? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Telesto-Catalyst? Vielleicht eine riesige Eisfläche? Das sieht sehr nach Bosskampf aus hier. Boah, oder Katzen. Ich wollte los speedern, aber durfte ich nicht. Unser Hüter, gerade rechtzeitig. Hallo. Aber nach jeder Cutscene. Modes, Brother. Also ist Aeris Ball purple geworden, weil die auch schon Stasis hat? Ja, genau. Stasis Ball. Bitte keine Modes banken. Bitte nicht Drifter, bitte nicht schlagen.
Und ja, das Plugin sind Glitches, weil ich einen Grafiktreiber installiert habe, der für das Destiny Addon ist, aber scheinbar nicht für das Destiny Addon ist. Ja. Hallo. Was sagst du? Mit ihm reden, oder? Dein alter Kumpel Vagabund hatte recht. Das Motto Licht ist gut, Dunkelheit ist schlecht hat ausgedient. Und die Leute fangen endlich an, es zu begreifen. Bei allem, was auf dem Spiel steht, genießt du es, im Recht zu sein? Gönn mir doch auch mal was, Dreiauge. Okay? Einmal. Okay, die beefen sich wie ein altes Ehepaar wie immer. Hallo. Ich weiß. Ich schulde dir eine Erklärung für das alles. Ich bat die Hüter einst, das schwarze Herz zu zerstören, um die Dunkelheit fernzuhalten. Doch trotz unseres Erfolgs ist mir jetzt klar, dass das Schicksal früher oder später an die Tür klopft. Die Schleusen sind offen. Die Dunkelheit ist hier. Jetzt nutze ich sie, um unsere Feinde aufzuhalten, wo das Licht es nicht kann. Deine Stärke in der Pyramide beweist, dass auch du sie benutzen kannst. Vor uns liegt eine sogenannte Ziggurat. Sie dient der Versuchung. Um dein Training zu beginnen, musst du nachgeben. Hier, nimm das. Da gibt uns ein Dreieck. Splitter der Dunkelheit. Ein schwarzes, pyramidenförmiges Objekt. Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist sehr schmal. Überschreiten wir sie gemeinsam. Das in deine Hand passt und mit einer besänftigen Energie vibriert. Und ganz viel Text. Ja. Schalt irgendein komisches blaues Symbol frei. Ein Ziggurat. Oder wie heißt das bei dir auf Deutsch? Ziggurat mit K. Okay, und jetzt aber mit Doppel-G. Okay. Ich habe eine Warcraft 3 immer gebaut. Bei den Untoten. Haben Energie gegeben oder so. Ich verstehe, warum du beim Plan der Fremden mitspielst, aber... Naja, sie verrät uns eindeutig nicht alles. Warum? Sieht doch nett aus hier. Jo. Locked? Kühleinstimmen gelockt. Ja, guck mal, das haben wir gebraucht für Eramis Haustür. Ach, die haben verschiedene Symbole. Cool. Ja, ja, nehmen dann... Wir, ja. Das da. Das, was wir können. Stasis-Siegel freigeschaltet. Kommuniziere mit einer Krux der Dunkelheit in der... Was? Je länger wir hier sind, umso nervöser werde ich. Nicht, dass ich glaube, dass du damit nicht fertig wirst. Ich weiß, dass du das kannst. Ich wünschte nur, ich wüsste besser, was das sein könnte. Wir sind hier draußen definitiv in unbekanntem Terrain. Diese Marker müssen da hinten hin. Wir können Marker. Ja, irgendwie da hinten in die Höhle rein, sagt der Marker bei mir. Okay, ich wollte mal. Wieso ist Man Sparrow schneller? Was ist los? Stimmt, Man Sparrow ist ja echt schneller. Aber warum? Warte mal, ich inspect mal kurz Man Sparrow. Ich hab den geschenkt bekommen. 160. Ja, Rahul hat dich gescampt, glaube ich. Also, haben die einfach den SODP Sparrow gebufft oder was? Ne, auch 160. Ich gebe einen. Ich hab einen anderen jetzt. Okay. Doch, du bist schneller. Hä, aber warum? Bungie? Ich nehme mal den SOTP Sparrow, den habe ich ja auch. Lass mal rückwärts fahren. Ja. Na, jetzt sind wir. Vielleicht bist du jetzt schneller als ich? Warte mal. Nochmal. Hier, 3, 2, 1, go. Nee, jetzt sind wir gleich schnell. Ja, wir sind gleich. Ja, der SOTP Sparrow wurde einfach gebufft, okay? Ja, war nicht stark genug. Der war ja nicht schon. Toll, jetzt muss ich weiter in den hässlichen Sparrow fahren, aber wenn er schneller ist, ja. Sicher, dass wir hier. Was hast du markiert? Ja, ich weiß nicht. Also, ach, die Quest da. Ja, jetzt hab ich sie auch angepinkt. Ich hatte die Karte noch nicht geöffnet. Nee, ich hab die auch nicht geöffnet gehabt. Keine Ahnung. Ich hab halt irgendwie das Spiel meinte, ich soll die Quest tracken ganz am Anfang, das lässt mich nicht in Ruhe. Deswegen wahrscheinlich.
Das ist ja echt weird, dass sie aber den Sparrow gebufft haben, aus irgendeinem Grund. War nicht gut genug. Ich bin im Ladebildschirm. Jawoll. Ja. Let's go. Ich empfange eine Übertragung der Gefallenen. Ja, ich habe sehr Angst, dass ich gleich gewieselt werde. Warum? Achtung, weil ich immer noch festhänge. Oh oh. Der einst großen Maschine. Wusstet ihr, dass sie, bevor sie eure Art verdammt hat, die Hamster, die laufen nicht mit den Rädern. Ihr seid nichts Besonderes. Ach, ich bin frei. Das Spielzeug eines sogenannten Gottes, dem sein eigenes Leben wichtiger ist als eures. Kommunizieren. Warte auf mich. Ich will auch mitspielen. Ja, beeil dich. Ich muss auch ewig fahren. Du bist richtig weit weg. Marius. Ich hab einen Kristall angefasst und der hat mich blau gemacht. Ich will auch blau werden. Der da. Hallo? Warte, ich muss anfassen. Die schießen mich an. Du hast Eis. Ja. Ich hab auch Eis. Ja. Also ich muss erstmal rumschreien. Chaos ruft die Dunkelheit. Alter. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ja. Okay. Stab. Die explodieren einfach instant. Ah, das sind ja so Homing-Schüsse. Man schießt drei Stück. Oh, ist das angenehm. Alter. Ah ja, wir kriegen auch die Ult gerade mega. Ist mein Mini? Ah, aber aus Distanz zum Ball schießen. Wie so klasse, ist so cool. Ich kann nochmal ulten. Jawoll. Time for Magic. Da hinten, die kriegen wir. Man kann wieder fliegen und angreifen, ja. Einmal eine riesige Wand ziehen. Alter, das ist so cool, Mann. Ah, mit Rechtsklick kannst du Eingefrorenes explodieren lassen. Ja, ja. Ah ja. Seh schon. Alle einfrieren. Los, sprengen sie alle. Hilfe! Die Darkness hat gewonnen! No! Geh sie ein! Ich mach Rechtsklick! Okay, sie hat einfach nur viel Schaden gemacht, wenn ich richtig gesehen hab. Ja, die dicken kann man wahrscheinlich nicht einfrieren. Ja, es hat einfach nur einen guten Chunk Damage gemacht, ja. Okay. Weiße Kettenexplosion. Warte mal, Zombie, ich kann eine Air-Dodge machen. Wieso kann ich meine Solar-Sachen noch benutzen? Ja, weil du gerade nur ermächtigt bist, glaube ich. Ist noch nicht ausgewählt als Subklasse. Kann ich das nicht behalten? Ja, Kommunikation beenden, danke. War ein netter Anruf. Darf ich? Ich darf, okay. Ich verstehe nicht. Du nutzt tatsächlich die Dunkelheit. Okay. Es ist dieses Ding, das die Fremde dir gegeben hat, richtig? Der Splitter. Ich kann seine Energie spüren. Ich bin mir unsicher darüber, wohin uns das führt. Wenn wir sie schon nutzen, muss es für das Gute sein. In diesem Fall, lass uns anfangen, sie zum Öffnen dieser Stasis-Verriegelungen zu nutzen. Eine ist ganz in der Nähe. Ich kann es fühlen. Mal sehen, was wir tun können. Ja, ist immer ganz nett. Ja, warte kurz auf mich. Ich kann leider kein Sparrow zünden. Ich hab kein Sparrow. Ja, du bist ewig weit vorne, weil ich AFK war, Items angucken. Ah. So. Ja, oh Gottes Willen, ich bin fast runtergefallen. Das ist aber eine hohe Tür. Dann machen wir jetzt Eis und dann ist die offen. Entsiegeln. Eis.
Achso. Wir können diese Verriegelung also mit Hilfe der Stasis öffnen. Schauen wir mal rein. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches. Alter, eine Kiste. Gealterte Rüstung. Oh. Vielleicht mit Varix. Ja, aber ich will erstmal hier weiter gucken. Auch wenn die hier Schwerter haben. Hell? Ja, ich merke schon. Ah, das da sieht doch auch cool aus. Gletscherkraut. Was ist das aus? Ortsmaterial, okay. Wo geht's hier lang? Sieht mir sehr nach Lost Sekte aus, das Ganze hier. Ich guck schon überall nach Secrets. Da ist noch so eine Blume. Ah, hier ist eine Kiste. Ah, wir brauchen was anderes hier für die Kiste. Never mind. Ist mir nicht cool genug. Ja, okay, dann gehen wir zu Varix. Ja, genau. Ist der erste Eindruck? Ja, es ist noch nicht so ein viel Eindruck, aber an sich eigentlich cool. Außer, ja. Warum ist der Sound so kaputt? Der Sound sollte nicht kaputt sein. Ja, Subklasse ist echt cool. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Guter Eindruck. Ja. Muss man halt nochmal so gucken, wie gut die sich so kombon und einsetzen lässt. Aber weil wir hatten sie ja jetzt gerade halt unendlich. Man muss halt mal gucken, wie es so ist, wenn man sie alle 5 Minuten einmal kurz hat. Ja, wenn ich da drauf skillen kann, dass ich in der Luft angreifen kann, dann spiele ich nichts anderes. Warum ziehst du deine lila Rüstung nicht an? Weil meine lila Rüstung 160 Licht hat und der Helm hier 170 und das hier 100. Oder eher bei den Schulen zum Beispiel. Die sind auf 190, meine Rüstung ist auf 160. Ich könnte sie aufwerten die ganze Zeit, aber ich kann auch einfach kurz mit dem blauen Zeug spielen. Mir Massen an Material sparen. Bis 200 oder so geht das Zeug eh richtig easy. Immer weiter hoch. 1200. Hallo, Varix. Kann es sein? Ich kann diese vergiftete Macht an dir riechen. Verbreitet sich die Korruption so schnell? Oder hoffst du, Eramis mit ihren eigenen Waffen zu schlagen? Du befindest dich auf einem sehr gefährlichen Weg. Geh mit dieser Rücksichtslosigkeit zu Phylax, aber Vorsicht! Sie ist Eramis beste Kriegerin. Sie hat sich im Dämmerbruch einen Namen gemacht. Wenn du dich als würdiger Gegner entpuppst, wird sie sich zeigen. Oder noch eine Waffe. Okay. Ja, Waffe nehme ich. Knochenkühler. Eine Quest noch? Quest für Europa, Beinschutz. Suche nach einer weiteren durch Stasis versiegelten Truhe in der Exo-Way-Wissenschaft. Ah, und die Quest darf ich auch mitnehmen von ihm. Sag es mir, Freund. Ja, 115, ne? Oh, was hat die denn für Perks? 2 neue. Lädt 2 Geschosse gleichzeitig nach, reduziert jedoch mein auch das Volk Nachladetempo. Gefallen zu sein. Und Treffer doch gegen 3 verschiedene Ziele nicht. Erhöhen den Schaden für eine mittlere das Dauer. Das Wort beleidigt ja, uns. Ultra cool. Ja, und hat ein Nachlademasterwork. Ja, aber nice Hütte hat Varix hier. Wir erkennen einen Hüter am Gang. Stolz. Selbstbewusst. Vielleicht so. Zu viel. Du wirst es mir nicht
Neue so, Plastikschrotflinte. Was ist das denn? Ah, Sparrow. Wir haben eine Quest da oben. Wollen wir einfach die Story weiterfolgen? Ja, ja. Ich mach nichts an dem Power Level. Aber erstaunlich okay läuft's, die, also von Servern. Nee, die Serverprobleme sind mittlerweile. Also, ich habe auch keinen Contact in Destiny 2 Servers mehr, ist alles chill. Ja. Bin erstaunt. Soll ich dann schnell den Grafiktreiber machen? Muss der Stream halt 5 Minuten aus. Ja, ich warte halt in der Zeit. Du hast auch gewartet. Also. Ich weiß halt nicht, welchen ich installieren soll. Hüter. Ich weiß, du versuchst das Richtige zu tun. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du es falsch angehst. Ja, irgendwie. Denk an das, was Starex über Iramis gesagt hat. Sie wandte sich an die Dunkelheit, um ihrem Volk zu helfen. Und jetzt sieh sie dir an. Ich würde mir nie verzeihen, wenn dir dasselbe passieren würde. Ja, eine Mission machen wir noch. Genau. Ja. Also bei mir im Chat meint Meno, dass du einfach von der Webseite das downloaden sollst. Also nicht über GeForce Now gedöhnt. Ja, aber denselben oder einen Alten? Ja, ich hätte einfach einen Alten. Den aktuellsten. Also okay. Da sollte ja der, die Game Ready Driver sind ja was anderes zum Grafikkartentreiber, glaube ich. Hm. Die sind ja einfach nur Spieleroptimierung. Weiß es nicht. Ja, ich habe die Quest so auf jeden Fall hier markiert, aber ich sehe sie nicht. Ja. Warte, was müssen wir tun? Ja, den Questbanner. Nein, den Questbanner. Ja, aber ich guck doch in deinem Quest-Tab, da hast du so, wir müssen 35 Fallen hier killen. In einem Leben. Ah. Ich habe einfach nur geguckt, was hier abgeht. 35 gefallen in deinem Leben. Ja, also, da bräuchten wir halt Gegner. Das Truhe. Oder drüben ist ein Tank. Oh Gott, der hat Fragezeichen. Oh. Da hab ich nicht hin. Oh, voll Schreckerbomber, ja. Nee. Oh, die Schrottflinte klingt auch cool. Oh Gott, der schießt auf mich. Der Fragezeichenmann. Oh Gott, da oben sind auch Fragezeichenmänner. Ja, genau die. Okay, aber nicht mehr. Ist ja recht gefährlich hier auf Europa. Junge, hier werden sich ja alle Leute gegenseitig nur auf die Nerven gehen. Ja. Das war schlimmer so irgendwie. Ich habe nur den Tank-Dude da hinten. Der war möglichst weit weg. Ich sehe hier auf meinem Radar Gegner, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ah, hier rein wahrscheinlich. Oh. Abfall in einem Leben, das heißt, ich muss ja eh von vorne anfangen jetzt. Upp. Ja, weil der Superpanzer dich gesehen hat. Oh Gott, der Superpanzer schießt auch gegen meinen Stein. Okay, ich habe 5 Stück. Bisher. Läuft richtig gut. So eine Box hier? Nichts, okay. Da. Oh Gott, der Spinnenpanzer pusht. Ja, der geht richtig wandern, der Junge. Ich wandere einfach weiter weg. Ist der Nefarius auch? Ja. Der hat Nefarius auf Twitch. Oh, das ist ja gemeingefährlich hier hinten. Will ja nicht sein. Gottes Willen, Hilfe, ich krieg Epilepsie. Das ist so schlimm? Ja, der gesamte Boden flackert halt gerade. Alter. Oh. Ja, machst du halt gleich Pause und so. Der ganze Schneeberg flackert eher. Ich sehe, was drunter ist. Okay, ich bin auf einem Dach. Der Spinnenpanzer wird mich hier nie finden lassen, Kiste. Einfach nur meine Kills.
Okay, geht gut okay, voran. Findest du es nicht cool, dich mit Randoms zu streiten und Kills? Würde ich gerne, aber ich finde halt keine Gegner. Der Spider-Tank findet mich vielleicht. Ich kann mir auch gerne 35 Gegner gleichzeitig vor die Nase setzen. Oh Gott, ich will nicht, der Spinnenpanzer hört nicht auf zu pushen. Junge. Ich will weg hier. Bruder, ist gefallen, komm her. Ah, neuer Schritt, okay. Ich brauche noch ewig. Locke Elenax Erlösung Elite im Asteroidenabgrund hervor und besiege sie. Gesundheit. Okay. Ich brauche noch 4 Gegner. Ewigkeiten, ich brauche noch 4. Ja, ich weiß, was los ist. Ich muss hier die ganze Zeit bei den coolen Panzermenschen hier weglaufen. Das klingt so, als würden meine Kills auch für dich mitzählen. Da unten sind. Hab's. Musste Ponzo. Das Top-League-Event schaffen wir. Ich hab's, die Munition hier mitzunehmen. Und dann wegzufahren. Klingt nach einem Plan. Vor der Spinnenpanzer kommt. Oh, was ist hier los? Okay, Paarmaster. Sorry. Das heißt ja ein epileptischer Anfall und ich wollte einfach nur, ich habe es einfach nur abgekürzt, so wie die meisten, die das so verwenden. Also Meno meint, du sollst dann, wenn du Treiber guckst, irgendwie den sogenannten 457. Ich habe noch nie so etwas wie diese nehmen. Macht gesehen, die Ära. Ja, wenn du es mir schreibst, dann merke ich es mir, aber sonst. Ihre gesamte Armee übertragen und jetzt schreib's nicht im Spiel. Das sind die Koordinaten, die ich über Funk aufgeschnappt habe. Phylax hat Patrouillen in diesem Gebiet. Raus. Das wird sie nicht, weil wir sie aufhalten werden. Das müssen wir. So. Hier ist dein Stuhl, mein Schwester Markus. Und ist bequem. Mein Stuhl heißt, ich hänge schon wieder in der Loading Zone fest und ich bin Anteater. Nicht gut. Contacting Destiny 2 Servers. Oh no. Er ist raus, ne? Alte 4, schnell. Okay, Leute. Deine Chance. Ich update meinen Grafiktreiber. Danach mache ich den Stream wieder an. Nicht wundern. Wir sehen uns gleich wieder. Klärt die Leute im Chat bitte auf. Schreibt es einfach die ganze Zeit von mir aus, dass ich gerade nur Grafiktreiber update und der Stream gleich wieder da ist. Ihr müsst dann mit F5 den Stream neu laden. Und das Ganze dauert ungefähr 5 Minuten oder so. Also 20:35 Uhr sollte ich spätestens wieder live sein. Bis gleich.